Ich habe das Ladyglas. Ey, jetzt ist es blöd zu ändern, Zufall? weil. Nee, es war echt keine Absicht, weil da ist Kohlensäure drin, bei mir nicht. Ah, okay. Dann bin ich heute mal die Lady. My Lady. Das wird ein interessanter Abend. Okay. Du wolltest doch ein bisschen mehr Pep in die Sache bringen. Ja, aber nicht gleich so, ich dachte vielleicht mal neue Unterwäsche oder so. Okay. Nicht vergessen, das alles rauszuschneiden. Na Leute, nichts zu tun. Hängt die wieder auf YouTube ab. Mal gucken, ob die dummen Sexy Cripples schon wieder ihr Recap rausgehauen haben. Haben sie! Herzlich willkommen zum 5. Recap der 7. Staffel Game of Thrones. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wie so oft können wir auch diese Woche jetzt schon sagen, es gibt einiges zu bereden. Oh ja. Das wird, glaube ich, ein recht interessantes Recap. Wie immer freuen wir uns, dass ihr so zahlreich einschaltet und euch bei den Kommentaren auch irgendwie immer so enthusiastisch beteiligt. Bevor wir jetzt ins aktuelle Recap starten, müssen wir vielleicht nochmal die Situation mit dem nächsten Recap klären. Die ja, ist nämlich klar. Ein bisschen außergewöhnlich. Okay. Beziehungsweise wir stehen vor einem kleinen Problem. Mhm. Habt ihr vielleicht mitbekommen, nächste Woche, während wir das hier drehen, ist Gamescom. Da wirst du nicht zugegen sein, aber ich schon. Und das stellt uns vor die Herausforderung, dass wir logischerweise nicht zusammen Game of Thrones gucken können. Und ich weigere mich auch, und ich hoffe, du auch, natürlich, das alleine zu gucken. Also ich werde es in meiner Köln-Woche nicht schauen. Und ja, das ist so ein bisschen das Problem, was wir haben. Was machen wir jetzt? Ja, ich würde sagen, wir lassen das Recap einfach ausfallen. Das wird ja keiner vermissen, oder? Eben. Die doofen Sexy Cripples meckern ja eh immer nur. Nein, also es ist tatsächlich so, dass wir in der nächsten Woche quasi jetzt eine Zwangspause machen. Mhm. Das heißt, nächsten Mittwoch kriegt ihr nicht das 6. Recap zu Gesicht. Das liefern wir euch dann, ja, was soll ich sagen, so schnell wie möglich nach. Wir können es noch nicht ganz genau sagen, wann. Also wir haben lange überlegt und lassen euch mal kurz an diesen Überlegungen teilhaben. Ja. Wenn wir zurückkommen, wollen wir erst die Folge schauen, die wir noch nicht gesehen haben, logischerweise. Die sechste, genau. Wir haben uns aber überlegt, wenn wir die sechste und die siebte nacheinander schauen, dann ein Recap zur sechsten nachzuschieben, ist quasi unmöglich. Deswegen ist jetzt unser Plan, wir kommen quasi beide zurück nach Hause, schauen die sechste Folge, drehen dann ein Recap und gucken dann auch quasi direkt das Finale. Das Finale, ja. So, das ist aber ein sehr wackeliger Plan, der wie immer von vielen Möglichkeiten und Sachen abhängig ist. Unter anderem pünktlichen Zügen, einem schlafenden Baby und dass keiner von uns beiden zu sehr im Arsch ist, um sich vor eine Kamera zu setzen. Ja, ob wir überhaupt noch können. Genau. Und das heißt, wenn dann alles klappt, dann kriegt ihr quasi verspätet eine Woche, fast eine Woche später am Montag ein Recap. Optimalerweise, ja. Optimalerweise. Das ist der Plan. Wir können es aber quasi nicht versprechen, garantieren. So haben wir es vor. Ja, also wenn alles wirklich gut läuft, dann kriegt ihr quasi zwei Recaps innerhalb von 2 Tagen. Ja. Dann kommt dann nächsten Montag das zur 6. und wie geplant, ne, wäre cool, wenn wir das wirklich durchziehen, am Mittwoch dann das zur 7. Das heißt, jeder YouTube-Kanalmanager würde sagen, ihr seid völlig bescheuert, ihr nehmt euch voll die Views weg vom 6. Teil. Guckt doch dann kein Mensch mehr so richtig, ja, wenn 2 Tage später schon der 7. kommt. Aber es ist nun mal, wie es ist. Ja, und wenn ihr das völlig überflüssig findet, dass wir überhaupt das Recap nachschieben, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Dann müssen wir uns den Stress nämlich nicht machen. Das stimmt. Aber irgendwie, ich muss sagen, es wird so ein bisschen an meinem Selbstwert... Ego? Ja, schon ein bisschen kratzen. Weil ich meine, also bislang haben wir zu jeder verdammten Folge seit Jahren Recap gemacht. Und irgendwie, es würde mich jetzt selber nerven, wenn wir uns überspringen und ausfallen lassen würden. Aber ich meine... Ja, es gibt ja auch Leute, die gucken, die gar nicht zeitnah, sondern gucken... Zeitnah? Ja, fürchterlich. Ich weiß Marketingwort. Nicht, warum ich gerade... Egal. Wurde das schon kommuniziert? Ja, schlimm. Ja. Die gucken das gar nicht direkt, ja, sondern zum Teil Wochen oder Monate später. Und denen ist ja dann egal. Genau. Ja. Allein für die können wir das ja auf jeden Fall machen. So, und direkt, bevor wir anfangen, muss ich noch eine Entschuldigung nachschieben, weil ich merke, es wird wahrscheinlich diesmal auch nicht sehr viel besser. Jemand hat sich korrekterweise über den Lärm und gelegentliche Stöße gegen das Mikro beschwert. Das Problem ist, dass wir beide auf unseren Schreibtischstühlen sitzen. Ihr könnt das nicht sehen, aber die stoßen beide gegen den Tisch, auf dem wiederum das Mikro steht. Ich sehe, dass Wolf die ganze Zeit dagegen stößt. So? Ja. Ich räume einen Stuhl. Und mein Stuhl ist leider auch noch rund. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mich verlagere, stoße ich automatisch dagegen. Wir versuchen es wirklich beide zu vermeiden. Aber wenn man so lange auf diesen Stühlen sitzt, manchmal muss man sich halt doch bewegen. Und dann gibt's diese Geräusche. Es tut uns leid. Wir arbeiten hier mit
uns wirklich nicht angemessenen technischen Möglichkeiten. Mit DDR-Methoden. Sagen wir ruhig, wie es ist. Ja, das ist wahrscheinlich besonders nervig für die Leute, die das lieber als Podcast hören, ja, die auch kein Bild dazu haben und nicht wissen, woher auf einmal so ein Rauschen oder Knacksen kommt. Wir probieren ein bisschen darauf zu achten, aber seht's uns nach, kommt halt immer wieder mal vor. Dafür senden wir in Farbe. Und ich meine, ich war, weiß nicht, letzte Woche bei den Rocket Beans und mitten im Gespräch hat sich Eddie dann irgendwie auch am Mikro rumgefummelt und also so schlimm kann das ja bei uns auch nicht sein, wenn das auch die Großen auch nicht viel besser machen. Von daher, ich glaube, das geht schon klar. Ja, und dann vielleicht noch einen ganz kurzen Rückblick auf die letzte Folge. Ich fand es sehr spannend zu lesen, wie viele von euch unter anderem die Arya und Brienne-Szene ganz, ganz toll fanden und unsere Kritik überhaupt nicht verstehen konnten. Ich muss allerdings sagen, wenn mir jemand vorwirft, es wäre auf gar keinen Fall Fanservice und derjenige heißt Stark Fanboy. Wirklich? Wirklich. Okay, sehr gut. Dann ist es für mich ein bisschen schwierig, das so ganz ernst zu nehmen. Verdammt, ich werde diesen Gedanken gar nicht los. Ich probiere mal ein bisschen vom Tisch wegzurutschen. Ja, also vielleicht ist dann irgendwie mein linker Arm außerhalb des Bildes. Das ist aber, glaube ich, so schlimm. Ich nicht, weil mein Stuhl ist so breit, dass wenn ich weiter wegrutsche, dann hört man mich gar nicht mehr. Ich glaube, so ist gut. So. Und damit können wir eigentlich auch schon loslegen. Und du hast es gerade angesprochen, von wegen, wir haben letztes Mal ja ganz kurz das Thema schon angerissen. Meckern wir zu viel oder zu wenig oder wie oder was? Irgendwie wären wir jetzt die Nörgel-Cripples. Und also ich glaube, vorausschauend schicken kann ich schon mal sagen, wenn ihr jemand seid, der die aktuelle Folge richtig super gut fand und das nicht gut ertragen kann, wenn jemand eine andere Meinung hat als deine eigene, dann wird das, glaube ich, ein sehr, sehr anstrengendes Video für die Leute. Die sollten sich dann vielleicht lieber was Heiteres angucken, Katzenvideos oder so. Denn also ich sag's direkt, ich fand die Folge richtig schlecht. In der Staffel mit weitem Abstand die schlechteste und ich glaube, in der gesamten Serie auch seit langer Zeit. Ja. Eine erschreckend schwache Folge. Also ich glaube, für mich war es die schlechteste Folge seit Aryas Terminator-Auftritt. Ja, das könnte sogar hinkommen. Das könnte echt hinkommen, ja. Und also wir waren wirklich beide richtig enttäuscht danach. Wir haben auch diesmal die Folge wieder zweimal gesehen, ja, was wahrscheinlich auch wieder gut war, aber diesmal leider nicht sehr viel besser gemacht hat, zumindest nicht für mich. Es ist ja auch immer traurig, wir warten ja quasi 6 Stunden immer sonntagabends, bis endlich auf Sky die neue Folge da ist. Ich finde, so ab 9 fängt sich das Warten an zu ziehen. Sonst freue ich mich immer so, aber dann, wenn dann so die Primetime angefangen hat, wird mir klar, dass wir jetzt noch 6 Stunden warten müssen. Das stimmt. Und dann ist die Enttäuschung natürlich umso größer, wenn man dann um kurz nach 4 dann da sitzt und denkt, war's jetzt? Ja, das stimmt. Also deswegen bereitet euch schon mal darauf vor, wir werden wie echt eine Menge meckern, ja, auch an vermeintlich kleinen Details. Also wenn wir letzte Woche schon zu viel gemeckert haben, dem kann ich sagen, vielleicht sehen wir uns zum Finale wieder, aber dann ist vielleicht dieses Recap eher nichts für euch. Ja, aber ich meine, aber das ist auch vollkommen legitim. Also genau. Ich mag es auch nicht, ich gucke mir zum Beispiel auch keine Videos an, in denen jemand lang und breit erklärt, warum die Harry Potter Bücher Schrott sind. Würde ich mir auch nicht unbedingt anschauen. Kann ich also total verstehen, wenn ihr die Folge super fandet. So, aber für alle anderen, denen es so geht wie uns und wie ich so mitbekommen habe, gibt es auch 1 oder 2 Leute, denen das ähnlich ging und die ein paar Kritikpunkte hatten. Für die reden wir jetzt in aller Ausführlichkeit über die Probleme von Eastwatch. Eastwatch, ja, ey, ohne Scheiß, ich weiß wirklich gar nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen glaube ich... Lass uns doch direkt am Anfang. Ich wollte gerade sagen, gehen wir einfach chronologisch vor und... Also in dem Fall hätten wir vielleicht nochmal eine Wette abschließen sollen, die du dann auf definitiv gewonnen hättest. Denn also ich wäre nie im Leben davon ausgegangen, dass die Schreiber von Game of Thrones wirklich so rotzfrech ist, so das einzige Wort, was mir einfällt, so rotzfrech sind, uns so einen schlimmen Cliffhanger zu präsentieren in der letzten Woche mit dem untergehenden Jamie. Und dann einfach so zu tun, als wäre das alles nicht passiert, als hätte es keine Bewandtnis gehabt, um uns in der allerersten Szene zu zeigen, wie Bronn den keuchenden und nach Luft schnappenden Jamie, weiß ich, 40, 50, 60 Meter von dem Ort, wo sie beide ins Wasser gestürzt sind, einfach wieder rauszieht und als wäre nichts gewesen. Also wirklich, ich hätte geschworen, dass irgendjemand bei den Drehbuchautoren von Game of Thrones da die Reißleine gezogen hätte und gesagt hätte, Leute, vergesst nicht, Daenerys hat das gesehen. Ja. Die war 3 Meter daneben. Und Tyrion hat das auch gesehen. Der hat das ja vom Hügel beobachtet, wie Jamie angefangen hat, irgendwie auf Daenerys zuzupreschen. Also, wirklich, wenn mir jemand gesagt hätte, nächste Folge geht's weiter mit irgendwie, alle sind weg und die kommen, die schwimmen einfach irgendwo anders an Land und alle haben vergessen, dass da gerade Jamie Lannister ins Wasser gestürzt ist, dann hätte ich es nicht geglaubt und ihn ausgelacht und leider war es genauso. Die netten Jungs von What the Flick haben es mit Serials verglichen. So früher, wenn man ins Kino gegangen ist, dann liefen ja so Serials vor dem Spielfilm. Und da war so ein Klassiker, dass der Held eine Klippe runterfällt und man sich solche Sorgen macht, was wird mit ihm passieren? Und in der nächsten Woche siehst du quasi, wie er einfach nur fröhlich davonläuft und es war gar nichts. Ey, ich musste voll an hier Misery denken.
Stephen King, mhm. Annie Wilkes, die sich dann im Film auch irgendwann so aufregt über diese Cliffhanger im Kino. Stimmt, ja. Und sie anfängt am Ende zu schreien. Habt ihr alles vergessen? Er konnte aus dem scheiß Auto nicht entkommen. Ja, genau. Und genauso ging es mir da auch. Und ich meine, also ich glaube, uns beiden ist schon klar, dass jetzt vielleicht nicht jeder Cliffhanger, auch bei Game of Thrones, nicht dann irgendwie immer einen ganz großen Payoff eine Woche oder zwei Wochen später bekommt. Aber ich meine, also die haben ja die Folge letzte Woche ganz bewusst so geendet, in dem Wissen und in der völlig richtigen Annahme, dass sich jeder Fan auf der ganzen Welt Gedanken macht, was jetzt mit Jamie Lannister ist. Und das dann so einfach wegzuwischen, ja, nö, war nix, geht einfach weiter im Plot, danke. Also da muss ich sagen, da fühle ich mich echt auch als großer Fan, aber da fühle ich mich nicht ernst genommen. Also normalerweise haben halt die Protagonisten in Game of Thrones nicht diesen Heldenschild, der sie vor besonderen Verletzungen irgendwie schützt. Und in dem Fall... Ja, genau. Ja. Aber bislang war das meistens jetzt kein Problem. Ja. Und in dem Fall war das einfach eine Rettung aus dem Nichts. Also, dass sie es wirklich gar nicht erklären, wie Bronn mit ihm diese ganze Strecke mit der Rüstung getaucht ist. Und seiner goldenen Hand. Ja, genau, unter goldenen Hand. Und wir halt auch gesehen haben, wie er Meter, also mindestens 10 Meter in die Tiefe sinkt. Das war echt Quatsch. Und ich habe noch gedacht, so als im Entschuldigung suchen, dass es vielleicht zwei verschiedene Regisseure gewesen wären. Nein. Und der Regisseur unbedingt diesen Shot drin haben wollte und der Regisseur der nächsten Woche dann einfach nicht gewusst hätte, wie er das jetzt auflösen soll. Aber nein, es gibt einfach gar keine Entschuldigung, weil das war wieder Matt Shackman und Ja, ich meine, also da ist der Regisseur vielleicht auch manchmal in einer undankbaren Situation, einfach das zu verfilmen, was ihm der Drehbuchautor da angeliefert hat. Von daher... Ja, generell waren das in dieser Woche auch mehr Drehbuchprobleme, aber ich finde jetzt speziell dieser eine Punkt, das ist ja auch eine Frage, wie filmt man irgendwas? Also man kann ja eine Drehbuchseite unterschiedlich umsetzen und ob jetzt unbedingt festgesetzt war, dass man diesen Shot sieht, wie Jamie so tief in die Tiefe sinkt. Man hätte ja auch aufhören können, wie die beiden ins Wasser fallen. Das wäre halt nicht so ein schönes Bild gewesen. Das stimmt, die wollten quasi so ein Wallpaper-Bild am Ende haben. Ja. Genau. Ja, das stimmt. Und ohne dieses, und ich dachte eben, das wäre ein Regisseur gewesen, der sich dieses Wallpaper-Bild gewünscht hat und der nächste hätte dann gucken müssen, wie er damit weitermacht. Aber die Entschuldigung kann ich leider nicht bringen. Und deswegen, gibt's dafür keine Erklärung. Schön, dass du so, dass du schon mal erwähnt hast, wie perfekt ich alles vorausgesagt habe. Soll ich ja nicht selber loben, aber es ging ja dann auch genauso weiter, wie ich vorausgesagt habe. Ja, manchmal ist es bei Game of Thrones wirklich so, man denkt dann doch bei Zeiten einfach zu kompliziert. Und gelegentlich ist es dann wirklich die plumpeste und dümmstmögliche Antwort, damit der Plot halt irgendwie weitergeht. Und das war wieder so. Ja, eigentlich habe ich das als Überleitung zu King's Landing gemeint, ne? Ach so, naja, wir sind dann... Weil da ging's... Ich dachte, wir bleiben bei dem einen Storystrang. Ja, also ich glaube, ich würde gerne tatsächlich dieses Setting abhaken, damit ich Haken oder machen. Ach so, wir hatten ja noch die große Bestrafungsszene von den Tarlys. Und ich muss sagen, also die hat mich wieder so ein bisschen versöhnt, weil ich da wieder mal den animierten Drachen ziemlich imposant fand. Ja, also, du hast es ja in der letzten Folge auch schon gesehen, aber ich finde, dadurch, dass er diesmal auf dem Felsen da saß und Daenerys von ihm irgendwie runtergekrabbelt ist da, das hast du ja später auch nochmal gesehen, hast du nochmal ein Gefühl für diese Größe von diesem Vieh bekommen. Also das war dann schon echt einigermaßen eindrucksvoll. Und wie sie die beiden Tarlys bestraft hat, ist nicht angenehm zum Zusehen, fand ich aber nur konsequent und stringent. Also da dachte ich, ja, okay, also was anderes hat man von Daenerys eigentlich auch nicht erwartet. Also Tyrion hat ja noch versucht, irgendwie ihr Leben zu retten, aber Daenerys, die spielt halt einfach keine Spiele mehr. Die zieht es jetzt durch und macht ernst. Also und das hat man gesehen. Sie hatten ja auch eine Möglichkeit. Sie hat ja insoweit recht, dass sie ihm wirklich eine Wahl gelassen hat. Ja, na gut, also jetzt könntest du, also wenn du quasi in diesem Ehrgefühl, was Westeros oder zumindest viele männliche Krieger in Westeros auszeichnest, wenn du so aufwächst, ist es vermutlich keine echte Wahl. Das stimmt. Aber du hast recht, im Prinzip hat sie ihn die Wahl gelassen. Ja, und ich tue mir auch ein bisschen schwer, so wahnsinnig viel Mitgefühl für Vater Tarly zu empfinden, der sich ja fürchterlich aufregt, weil Tyrion seinen Vater ermordet hat. Hat er praktischerweise vergessen, dass er seinem Sohn gedroht hat, ihn umzubringen? Oder ist das einfach was ganz anderes? Und es geht halt nur in eine Richtung, ist es okay und in die andere nicht? Ja, selbstverständlich, natürlich. Ja. Der Vater darf so einen missratenen Sohn ja irgendwie verbal missbrauchen, wie er möchte, aber andersrum geht's natürlich nicht. Ist mir auch jetzt erst aufgefallen, der Bruder, Dickon. Den ich ein bisschen vermissen werde, der erinnert mich nämlich so ein bisschen an Armie Hammer. Und Ja, ein bisschen. Allerdings müsste der doch viel jünger sein. Der ist ja mindestens, also der ist ja so ein Nachzügler und der Vater, das hat der Sam irgendwann mal erzählt, dass der Vater so lange versucht hat, ihn in einen richtigen Mann zu verwandeln, bis der Nachzügler-Bruder kam und er sich einfach dann drauf konzentriert hat und Sam mehr oder weniger aufgegeben hat. Der Typ ist doch mindestens 30. Ich glaube auch, ja.
Ja, also, aber ich wollte es ja nur mal, jetzt wo es sein letzter Auftritt war. Aber trauriger und unnötiger Tod. Allerdings, was sollte man auch sonst mit ihm machen? Ja, na gut, also er hätte ja theoretisch Potenzial gehabt. Ja. Also wie so viele andere Figuren kommt er auch aus einem schwierigen Elternhaus, scheint aber das Herz ja auf dem rechten Fleck zu haben. Also er hat ja auch seinen Bruder nicht herablassend behandelt. Nee. Von daher, also es hätte ja sein können, dass sie versuchen, mit dem Charakter jetzt irgendwie was aufzubauen. Aber er geht wie so viele in Flammen unter. Und also es war wieder hart und unangenehm, aber sehr passend. Und deswegen fand ich den zweiten Teil dieser Eröffnungsszene, fand ich okay. Ja. Also nichts im Prinzip, was wir nicht schon gesehen hätten, aber wirklich rund und passt schon. Aber also vielleicht ist wirklich so das Problem, dass direkt mit der Einstiegsszene für mich so der Tonfall gesetzt war, dass nämlich das Drehbuch diesmal über ganz viele Sachen einfach so hinweg ist. Stell keine Fragen. Und also das kommt immer wieder mal vor, auch bei Game of Thrones, wir haben uns auch schon ein paar Mal drüber ausgelassen, aber wenn schon die allererste Szene mir das so deutlich macht, dass die nächste Stunde offenbar gesäumt ist von Logiklöchern und Sachen, über die ich bitte nicht nachdenken sollte, dann wird es für mich irgendwie auch ein bisschen schwierig, die gesamte Folge danach noch zu genießen, und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Also es hat mich jetzt nicht wirklich gestört, aber ein bisschen, ich muss nochmal anfangen. Also dadurch, dass sie jetzt so viel und so schnell erzählen, entstehen für mich gewaltig viele Probleme. Eigentlich alles, was in dieser Folge passiert, hätte man mir verkaufen können, bis auf den Anfang, also Jamies Rettung aus dem Nichts, wenn man das langsamer entwickelt hätte. Und ich hätte bei fast jeder Szene, über die wir gleich noch reden werden, einfach ein, zwei Szenen mehr gebraucht. Also ich glaube, die Entscheidung, absolut, auf 7 Folgen runterzugehen, war nicht gut. Ich hätte 10 Folgen, also da hätte man mehr Zeit gehabt, das Ganze langsamer und logischer zu erzählen. Ja. Und mein Punkt, auf den ich raus wollte, war Tyrions Entsetzen über die Schlacht und wie er durch diese rauchenden Trümmer läuft. Es war jetzt ja wirklich, weiß Gott, nicht seine erste Schlacht. Und mir ist schon klar, das waren jetzt Lannister-Soldaten und deswegen ist das jetzt besonders schlimm für ihn. Aber selbst das hätte man für mich irgendwie langsamer etablieren können, warum jetzt da das große Problem ist. Also ist es wirklich, dass es Lannister-Soldaten sind? Meinst du das? Ja, also ich glaube zum einen tatsächlich, wie er in der letzten Woche gesagt hat, dämmert ihm, also allerspätestens jetzt muss ihm klar sein, dass es dann irgendwann tatsächlich auch gegen sein eigenes Fleisch und Blut geht. Und ich glaube zum anderen, also vielleicht hat ihn auch so ins Mark erschüttert, dass er das erste Mal diese Vernichtung in so einer großen Anzahl fast hautnah mitbekommen hat. Also damals mit dem Wildfire. Mit dem Wildfire. Darauf wollte ich nämlich gerade raus. Genau, aber da hat er das ja aus relativ sicherer Entfernung gesehen. Also er hat quasi den Befehl gegeben, dann hat Bronn den Pfeil abgeschossen, dann ist alles explodiert. Aber ob da, weiß ich, 30, 40, 50 Meter Luftlinie von dir entfernt Leute schreien und brennen, kriegst du vielleicht im Schlachtgetümmel gar nicht so mit. Aber jetzt sieht er halt das ganze Chaos, die Vernichtung, das Elend, die Toten, das Blut. Und also ich kann schon nachvollziehen, warum ihm das nahe geht. Also man könnte sagen, irgendwie ist es geheuchelt. Und wahrscheinlich ist es das auch. Aber das ist dann vielleicht auch wieder ein positiver Aspekt von Game of Thrones. Fast alle Figuren, die wir da sehen, sind irgendwie Menschen mit Schwächen. Ja. Und das ist vielleicht irgendwie eine charakterliche Schwäche von Tyrion, dass ihm das jetzt auf einmal nahe geht, wo es gegen die Lannisters geht. Ja, das finde ich jetzt auch keinen Kritikpunkt an der Serie unbedingt. Nö. Also nö, das, also nicht mal am Drehbuch, das fand ich nur interessant. Also das, man kann ja auch mal nicht verstehen, was eine Figur macht, und es ist völlig legitim, dass die Figur es tut. Und so ging es mir in dem Fall mit Tyrion. Ich glaube, ich habe seine Zweifel, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken, wie ich die... Der guckt ja schon seit einiger Zeit wie immer sehr leidend. Das ist mir mit so einem Hundeblick und wie hier die Augenwinkel immer so runter. Also er hat es auch nicht leicht, wie keiner mittlerweile mehr. Ja. Aber also wenn man jetzt irgendwie nicht so sich ein paar Szenen, gerade so aus den ersten paar Folgen anguckt, wie fröhlich da alle noch waren. Da wurde ab und zu mal gelacht und Tyrion hat mal einen Spruch gemacht. Wir haben bei uns im Regal stehen so ein Büchlein hier, The Wit and Wisdom of Tyrion Lannister. Ja. Als er wie ein Ding nach dem anderen rausgehauen hat. Also von dieser ganzen Fröhlichkeit ist nichts mehr zu merken. Ich finde aber ganz angenehm, dass wir jetzt nicht mehr pro Folge mit 3 Tyrion One-Linern beglückt werden. Ja, das ist allerdings auch mal, Also ich bin eigentlich ganz froh, dass wir I Drink and I Know Things hinter uns gelassen haben. Wobei, der ging noch, ja. Ja, also ein etwas holpriger Start in diese gesamte Folge, und das Motiv wird sich durchziehen. Ja, wollen wir in King's Landing weitermachen? Also es gäbe jetzt 2 Möglichkeiten, einmal mit Varys und Tyrion. Oder? Also ich würde tatsächlich lieber nach Dragonstone, aber wir können auch erstmal nach King's. Dann lass uns nach Dragonstone gehen und vielleicht mit die kurze Unterhaltung von Varys und Tyrion, die ja nicht so zufrieden sind mit Daenerys. Wobei ich das wie du sehe. Also man kann halt über... Verbrennen wäre jetzt auch nicht meine favorisierte Methode, aber ich kann wirklich verstehen, was Daenerys da macht. Was soll sie denn sonst machen? Soll sie den Leuten sagen, ja, dann geht wieder zurück nach Hause? Nee, also natürlich kann sie es nicht. Aber wir haben ja alle noch im Ohr ihre große Rede, die sie geschwungen hat, von wegen, sie will das Rad nicht neu erfinden, sie will das Rad zerbrechen und quasi eine neue Welt aufbauen. Und
Also ich kaufe ihr immer noch ab, dass das ihre Intention ist für diesen ganzen Kreuzzug. Aber bislang hat sie davon noch nichts durchscheinen lassen, dass sie gewillt ist, tatsächlich Sachen anders zu machen Das als stimmt. alle Vorgänger, die dieses Land jemals gesehen hat. Oder zumindest die meisten. Ja, aber das sagen wir aus unserer, wir sind in einer Demokratie aufgewachsen, Sicht. Ich frage mich, was Varys und Tyrion von ihr erwarten, was sie anders machen soll. Und ich finde schon, dass das, was sie jetzt gerade auf dem Schlachtfeld gemacht hat, ein bisschen was anderes ist, als was ihr verrückter König, verrückter Vater gemacht hat. Und dass Varys jetzt so tut, als wäre es im Prinzip das Gleiche, nur weil in beiden Geschichten Feuer vorkommt, also finde ich schon Naja, unterschiedlich. also du hast ein Targaryen, du hast Drachen und Feuer und Leute, die schreiend im Feuer sterben. Also, dass Varys da gewisse Parallelen zu Mad Ja, King die sehe sieht, ich auch. das kann ich schon nach. Es liegt ja jetzt auch nicht so wahnsinnig weit zurück. Von daher kann ich es nachvollziehen. Ich meine, klar, man muss sich eigentlich fragen, okay, was haben sie erwartet? Ja. Also, das Mädel kommt da mit einer Horde Dothraki und drei Drachen an. Also, dass sie irgendwann mal zum Einsatz kommen, das war wahrscheinlich dann irgendwie doch abzusehen. Aber ich muss sagen, also gerade dieses Gespräch von den beiden und wie hastig so sie den Wein Ja. runtergestürzt haben, hat sie mir so ein bisschen menschlicher nochmal gemacht. Also nicht, dass die Charaktere das unbedingt gebraucht hätten, aber also ich fand es ganz nett zu sehen, dass es an den beiden jetzt nicht spurlos vorübergeht. Was eigentlich dafür spricht, obwohl ich ja lange Zeit gewisses Misstrauen gegen Varys hatte, aber spricht ja eigentlich dafür, dass sie tatsächlich eigentlich wirklich das was Gutes fürs Reich wollen und für die Menschen wollen und vielleicht nicht unbedingt an noch mehr Vernichtung, noch mehr Chaos, noch mehr Zerstörung interessiert sind. Also von daher, ich kaufe denen das schon ab. Nee, ich kaufe es ihnen auch ab. Ich weiß nur nicht, was sie erwartet haben. Also Ja, das ist vielleicht ein Punkt. vielleicht ist es ein bisschen das Problem. Man kann ja bei den Drachen schöne Analogie zur Atombombe ziehen. Und vielleicht ist das ähnlich, wenn man die Atombombe wirft und dann erst feststellt, wie das eigentlich aussieht, wenn die fällt. Das Ja. wusste ja vor dem ersten Mal auch keiner. Und ich glaube auch, dass danach einige Leute gesagt haben, ja, das sollten wir nicht so bald nochmal machen. Oh. Ja. Oh, das war aber gut. Damit habe ich aber jetzt nicht Ja, aber gerechnet. das ist die einzige Erklärung für mich. Und ich meine, gerade Tyrion hat die Drachen schon mal vorher in Einsatz gesehen, Das nämlich stimmt. in Meereen. Und deswegen, also mir ist schon klar, jetzt waren es halt Lannister-Soldaten. Das ist dann natürlich was anderes für ihn, aber im Prinzip ja dann doch irgendwie das Gleiche. Ja, vielleicht wird Ihnen in dem Moment auch klar, dass bei allen guten Ratschlägen, die Sie Daenerys immer und immer wieder geben können, aber dass sie letztendlich dann doch entscheidet, wie sie meint, dass es richtig ist. Und in Ja. dem Fall hat das halt zu noch mehr Toten und noch mehr Verwüstung Schön auch, geführt. dass keiner widersprochen hat, als hier Papa von Sam behauptet, sie wäre nicht in Westeros geboren. Stimmt doch gar nicht. Ist sie doch. Sie ist auf Dragonstone geboren. Das stimmt, ja. Also Okay. hat mich nur gewundert, dass keiner da auf die Idee kommt, mal zu sagen, ja doch, eigentlich Ja. schon. Also ja, Foreign Queen, aber sie kommt nicht, also sie eigentlich ja nicht. Und Westeros wurde ja auch jahrzehntelang, Sie ist jahrhundertelang. Bio-Westerosi. Ja. Ja. Also ich meine, sein Punkt war da wahrscheinlich mehr, dass sie als Baby dann quasi übergesetzt ist und in Westeros nicht wirklich gelebt hat. Also Ja. das ist, glaube ich, da in dem Moment wichtiger. Aber technisch gesehen hast du recht, sie ist in Westeros geboren. Ja. Ja. Hätten wir das auch nochmal abgehakt. Ganz wichtig. Gut. Ja, also genau, wir sind immer noch auf Dragonstone. Ganz nett fand ich diesen kleinen Einschub mit der Nachricht von dem Raben. Und Varys hat ganz empört, das ist eine versiegelte Botschaft an Ja, den König des Nordens. Und Tyrion trinkt einfach einen Schluck und sagt dann, okay, und was steht drin? ja. Fand ich ganz gut, weil genau das dachte ich auch. Also das Ja. kauft ihm doch jetzt kein Mensch. Natürlich hat er da reingeguckt. Ja, klar. Und ich fand es ganz nett. Und da hat man auch wieder gesehen, dass die beiden Charaktere echt eine coole Chemie Das miteinander haben, stimmt. wenn man mal einen Gang zurückschaltet und die nicht die ganze Zeit nur snappy One-Liner hin und Ja. her schicken lässt. Von daher war das irgendwie eine schöne Szene, aber jetzt glaube ich auch nicht so übermäßig dramatisch, Nö. auch im Inhalt nicht. Dramatischer war ja vermutlich dann eher die Begegnung von Jon Snow und dem Drachen. Das stimmt. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich fand generell, dass das CGI in dieser Folge, hast du ja auch schon angesprochen, was die Drachen angeht, super aussah. Ja, die sehen halt immer noch. Ich fand vor allem geil, dass man diesmal das Gebiss von dem Drachen so in Nahaufnahme gesehen hat. Und also, dass er über der Zahnreihe aus dem Zahnfleisch kommen nochmal so einzelne Zähne, so ein bisschen Wie bei wie Haien. ein Hai, genau. Ja. Und das fand ich so ein kleines geiles Detail. Da dachte ich, okay, also auch wenn man jetzt kein übermäßig großer Fan so der Figur Drachen ist, aber wie die designt sind, das ist schon ziemlich geil. Also auch da, das kaufe ich ihnen voll ab. Aber die Frage ist ja nun, was machen wir denn aus dieser Szene? Jon Snow befummelt den Drachen. Ja, die Was sagt Drachen uns das? spüren das natürlich und er ist ja ein Targaryen und wie wir jetzt wissen, auch noch ein ehelicher Targaryen. Also ist das nicht toll? Ja, aber ich denke jetzt an eine recht ähnliche Szene mit Tyrion zurück. Und was heißt das? Ja, also
ich gehöre ja zu den Leuten, die das für gut möglich halten, dass Tyrion Targaryen ist. Und ich finde es auch nicht schlecht, dass sie es nicht so, so offensichtlich angelegt haben. Wobei es für die Serie, finde ich, wahrscheinlich dann ein bisschen zu sehr aus dem Hut gezaubert käme. Also für jemanden wie dich, oder? Ey, total. Ich weiß gar nicht, ob wir uns in Recaps schon mal drüber unterhalten haben oder nur so privat. Wir reden auch gelegentlich mal ohne die doofe Kamera auch über Game of Thrones. Manchmal. Manchmal, ja. Ja, und da hast du mich auch mit dieser Theorie vertraut gemacht, dass manche Leute glauben, Tyrion wäre auch so ein Targaryen. Und also ich also das für die Leute, die das nicht wissen und nur die ja, Serie genau, vielleicht kennen, kannst du mal kurz. Es gibt die Theorie, dass der Mad King die Frau von Tywin mehr oder weniger belästigt hat und auch das Recht der ersten Nacht sich vielleicht rausgenommen hat. Also da gibt es so Hinweise in den Büchern. Allerdings kann da ja nicht Tyrion entstanden sein, denn der ist ja der jüngste der Kinder. Ja. Und also die Frage ist, ob das sein könnte, dass Tyrion das Produkt eines unfreiwilligen Seitensprungs ist. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass Leute, die ohnehin glauben, dass das sehr gut möglich ist, dass sie jetzt nochmal einen vermeintlichen Beweis oder eine Bestätigung dafür sehen, weil ja auch Jon, der, wie wir wissen, irgendwie auch Targaryen-Blut in sich hat, ja irgendwie auch offenbar eine Verbindung mit den Drachen hat. Also ich interpretiere das mehr so, und ich weiß, das klingt jetzt auch nicht irgendwie viel, viel sinniger, aber dass die Drachen mehr so spüren, so ein bisschen wie ein Hund, ob sie einen Draht zu denen haben oder nicht, und dass das aber nicht unbedingt damit zu tun hat, ob die jetzt reinblütige oder auch nur halbblütige Targaryens sind. Ja. Also so interpretiere ich das mehr. Und deswegen halte ich auch diese Tyrion ist ein Targaryen Theorie. Also wie du schon sagst, für mich als Nicht-Bücherleser käme das völlig aus dem Hut. Also dann hätte man das, also die hatten jetzt 6 Jahre Zeit. Mit einer der Dienerinnen von Daenerys haben sich die Drachen ja auch ziemlich gut verstanden. Ich glaube, mit der, die später eingemauert war oder so. Hier, Izzy, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, aber ja. Aber ich weiß, was du meinst, ja, stimmt. Ja. Ja, also von daher würde ich auch diese Jon Snow trifft den Drachen-Szene nicht überbewerten. Aber ich meine, auch wie Daenerys dann wiederum darauf reagiert hat, du merkst schon, dass zwischen diesen Charakteren, und ich nehme den Drachen jetzt mal als Charakter, dass da irgendwie offenbar eine gewisse Dynamik herrscht. Und ich glaube, das sollte uns die Szene primär zeigen. Übrigens, aber ein Kritikpunkt, den ich ständig höre und lese und den ich nicht teile, um mal was Positives zu sagen. Oh. Ich höre ganz, ganz oft, dass Jon und Daenerys überhaupt keine Chemie miteinander hätten. Und das finde ich nicht. Also vielleicht liegt es auch nur daran, dass die beiden optisch so ein schönes Paar sind. Ja. Also ja, vielleicht liegt es für mich nur daran, meine ich. Aber für mich passt das. Also ich habe das nämlich jetzt da wieder von echt mehreren Leuten gehört und auch in vielen Reviews gelesen, dass so die Standardbeschwerde, die beiden hätten keine Chemie miteinander. Und finde ich nicht. Also ich finde das, also es ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass ich denke, boah, ja, ich weiß nicht, was ihr mir da verkaufen wollt. Sondern ich finde, man merkt schon, wie sich, vielleicht jetzt nicht so total überschwänglich, aber wie sich subtil so eine Beziehung zwischen den beiden anbahnt, finde ich, merkt man schon. Und ich finde es eigentlich ganz nett, dass es nicht noch stärker forciert wird. Wie geht es dir da? Also ich muss auch sagen, nach dem etwas frostigen, unterkühlten Empfang, als sie sich zum ersten Mal getroffen haben, den wir beide ziemlich gut fanden, eben weil er nicht so übermäßig deutlich inszeniert wurde, also ich finde auch, dass zwischen denen was geht. Und ich meine jetzt nicht unbedingt nur im Sinne von, die finden sich irgendwie scharf. Also vielleicht hätte ich damit, ich glaube, da kommen wir auch noch drauf, noch nicht mal unbedingt ein Problem. Also wie so oft, das liegt halt daran, wie mir das dann präsentiert wird. Aber mit Chemie, also ist für mich, ich interpretiere das so, dass Chemie auch zwischen Leuten bestehen kann, die jetzt irgendwie kein sexuelles Interesse haben. Also es können ja auch zwei männliche oder weibliche Hauptdarsteller miteinander Chemie haben, ohne dass irgendwie eine Liebesbeziehung im Raum steht, sondern einfach irgendwie zwischen den prickelt halt. Und also das sehe ich bei den beiden mittlerweile auch. Und also Daenerys Abschiedssatz an Jon Snow, irgendwie, ich habe mich langsam an den King of the North gewöhnt. Also ich meine, das ist schon relativ deutlich, dass da irgendwie zumindest von ihrer Seite aus was geht. Und ich habe so das Gefühl, er fühlt sich auch so ein bisschen hingezogen zu ihr. Und ich meine, warum auch nicht? Also es muss ja nicht alles in so eine kitschige Twilight-Soße absumpfen. Genau. Also von daher. Und es hat ihn ja auch offensichtlich gestört, als Lord Friendzone angekommen ist und hier Küsschen bekommen hat. Ja, und das ist schön, dass du sagst, denn damit sind wir direkt beim nächsten Schwachpunkt wieder. Ich muss leider sagen, und wirklich, es bricht mir fast das Herz, dass ich das so ausspreche, aber das jetzt mittlerweile dritte Wiedersehen von Jorah und Daenerys. Also er fährt das vierte Mal weg, ist dann das dritte Wiedersehen. Okay, das dritte Wiedersehen und damit der vierte Abschied. Bewirkt bei mir nichts mehr. Bei mir auch nicht. Ich bin emotional, ich bin da so weg von dieser ganzen Jorah-Geschichte und das ist so schade, weil das offenbar so ein weiterer Storystrang ist, ein weiterer Charakter ist, der über Jahre aufgebaut wurde
Und wenn sie gedacht haben, das ist jetzt nochmal so ein emotionaler Payoff, nachdem wir ein Jahr darauf gewartet haben, dass sie sich wieder treffen, muss ich sagen, da ist die Rechnung überhaupt nicht aufgegangen, weil mir war das so schnuppe. Ich habe da kein emotionales Investment mehr. Ich habe mich gefragt, warum die Dothraki schon wieder da sind, weil dass Daenerys mit dem Drachen sehr schnell wieder in Dragonstone ist, ist eine Sache, aber wie die Dothraki sich hingezaubert haben. Ich weiß, wir wollten nicht mehr so viel über diese Jetpack-Sache reden, aber in dem Fall hat sogar Jon Snow gesagt, als nämlich Daenerys ankommt, meinte, hier, bist ja schon wieder da. Ja. Und das ist ja auch in Ordnung, sie hat ja auch einen verdammten Drachen. Die Dothraki haben aber Pferde, die brauchen ja wohl ein kleines bisschen länger. Und nach Dragonstone, das ist eine Insel, müssten sie auch mit dem Schiff gefahren sein. Also vielleicht sagen wir, es sind ein paar Dothraki einfach da geblieben. Das vermute ich ja. Aber, ja. Als Leibwache oder irgendwie so. Ich war auf jeden Fall kurz davon abgelenkt, warum... Ja. Siehst, das ist lustig, weil darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass irgendwie immer ein paar Dothraki da irgendwie in ihrer Nähe sind. Ja, das wäre auch sinnvoll. Das wäre auch absolut sinnvoll. Aber mir geht es auf jeden Fall wie dir, dass dann diese paar Szenen dann nichts ausgelöst haben. Aber das ist genau, was ich meinte, dass sie 10 Folgen, dass 10 Folgen besser gewesen wären, um das zu erzählen, was sie erzählen wollen. Weil so, wie viel Zeit hatten Jorah und Daenerys miteinander, bis er wieder gefahren ist? 2 Minuten? Also ich meine, ja. nicht in Serienzeit, aber in Screen. Ja, und viel mehr kann das nicht gewesen sein. Und ehrlich, also ich fand, das hatte eher schon was Witziges, dass ja. Er dann sofort wieder sagt, oh, kann ich wieder gehen? Ey, das ist schön, dass du sagst, weil irgendwie, ich habe auch drüber nachgedacht, diese Jorah-Geschichte. Und also echt, wir haben es am Anfang gesagt und ich sag's gerne nochmal, also auch wenn wir jetzt meckern über viele Kleinigkeiten, aber wir sind ja wie immer noch Fan von Game of Thrones. Also ich bin immer noch sehr verliebt in diese Serie, aber deswegen kann man ja trotzdem ein paar Sachen kritisieren. Ja. Und gerade diese Jorah-Geschichte. Ich habe mich wirklich für eine Sekunde gefragt, ob das irgendwie so eine Art von, also wirklich Witz gewesen sein sollte, den wir aber alle nicht raffen. Also kriegen wir irgendwann einen Audiokommentar von einem der Schreiber oder von Benioff und Weiss, die dann sagen, ey, wir dachten, es wäre irgendwie einfach lustig, einen Charakter zu haben, der irgendwie immer wiederkommt, immer weggeschickt wird, dann wiederkommt und aber keiner rafft, also keiner sieht die Komik darin, sondern findet es einfach nur albern. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass er jetzt hinter der Wall irgendwas macht und sich opfert. Aber das ist... Ja, okay, meinetwegen, aber dann hättest du doch diese ganze Grayscale-Sache, das hättest du doch völlig skippen können. Ja, das hätte auch schon, ich kann dir aber erklären, wo das herkommt. Ja. Sie haben dann nämlich wieder einen Buchcharakter genommen und ihn zusammengelegt. Und sowas erfahren wir in... Da stoßen sie jetzt einfach auf Probleme. Das war schon vor Jahren absehbar, als klar war, dass sich die Bücher und die Serie so weit voneinander lösen. Und wenn dann solche Storystränge wieder aufgelöst werden, das war katastrophal mit Arya in Braavos. Ja. Und jetzt ist es wieder ähnlich. Hier haben wir nämlich John Cunningham? Wie heißt der Typ? Ich hab's vergessen. Das ist auf jeden Fall ein Buchcharakter mit Grayscale, der auch ziemlich wichtig ist. Okay. Und den haben sie einfach... Noch nie gehört. Nee, der kommt ja nicht vor in der Serie. Ja, ja. Und den haben sie einfach zusammengelegt mit Jorah Mormont. Und... Ja. Ja, ich weiß, aber sie wollten halt diese Grayscale-Sache drin haben. Vielleicht auch aus einem guten Grund, wer weiß. Aber genau das... wir kommen ja später noch auf Gendry, aber da ist was ganz Ähnliches passiert. Deswegen hätte ich ja auch wirklich viel drauf gesetzt, dass Gendry nicht zurückkommt und freue mich auch nicht, dass es passiert ist. Aber kommt ja noch. Aber ich, deswegen glaube ich, ist es kein Running Gag, sondern eben die Sache, wenn man Figuren zusammenlegt, zu viel streicht, dann kann es sein, dass es am Ende keinen Sinn mehr gibt. Ey, ist eine valide Theorie, aber trotzdem, ich komme einfach nicht drüber hinweg, wie wenig das dann eigentlich alles zu bedeuten hatte, der große, schmerzhafte Abschied von Jorah und Daenerys im letzten Jahr. Ich meine, als sie ihm befohlen hat, Find a Cure, da war das für mich klar, der kommt nicht zurück. Also der wird jetzt alles dran setzen, eine Heilung zu finden, aber er wird dabei sterben. Das ist so sein letzter Dienst an Daenerys. Er weiß es und sie weiß es. Die sehen sich nie wieder und deswegen ist es so tragisch und traurig. Aber er hat ja, nicht nur hat er eine Heilung gefunden, sondern sie besteht auch darin, mit der Pinzette einfach die Placken abzuknibbeln und dann ein bisschen Nivea drauf zu schmieren. Und dann ist Grayscale gebannt. Wirklich, also ich dachte, das ist so das schlimmste Schicksal, was ein Investor ereilen kann. Aber die wollen ja auch nicht länger drüber reden in der Zitadelle. Das ist zwar der Ort der Weisheit, aber es interessiert uns nicht, wenn wir die Heilung für die schlimmste Krankheit in Westeros haben. Genau, jetzt haben wir mittlerweile immerhin 3 bestätigte Fälle. Vielleicht kann man da ein bisschen weiter recherchieren. Nope. Das kann ja nicht Ding der Möglichkeit sein. Also das finde ich einfach so schade, dass wir hier offensichtlich ein Story-Element haben, was so dermaßen aufgebaut wurde und dann einfach völlig verpufft ist. Also wenn es das nicht gegeben hätte, hätte ich vielleicht bei Jorah gesagt, so ja, okay, ich verstehe nicht, warum er jetzt zum dritten Mal wiederkommt und dann wieder abhaut. Aber dadurch, dass seine Figur diese vermeintliche Tragik durch die Erkrankung noch bekommen hat, also finde ich es echt schade, dass der bei mir überhaupt nichts auslöst. Und sollte er jetzt demnächst irgendwie mal sterben, dann werde ich schon schade um den Charakter finden, aber ich glaube, wäre das alles anders gelaufen mit seinem Storystrang, dann hätte ich ganz anders drauf reagiert, als
wie seine unausweichliche Sterbeszene auch immer dann aussehen wird. Aber das wird mich, glaube ich, nicht mehr so erreichen. Und das ist fucking schade. Mhm. Ja. Ist es, ja. Ja. Ja, und jetzt wollen sie einen White Walker oder einen White Fang. Ja, das ist, also, das würde ich tatsächlich gern echt ans Ende stellen, weil es irgendwie auch die ja, ja, aber Szene deswegen ist. Fahren sie ja weg aus Dragonstone. Ja, ja. Deswegen wollte ich schon erwähnen. Das ist ja der Grund, warum John und der Rest jetzt abhauen. Ja. Das ist wirklich, also wir hangeln uns hier von einem Schwachsinnspunkt zum nächsten Mal. Das ist schon der nächste große Blödsinn. Ich muss diesmal wirklich sagen, es gab diesmal, das habe ich auch schon nach dem ersten Mal gucken festgestellt, es gab keine Szene, die mir so wirklich gefallen hat. Was echt sehr, 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 sehr traurig ist. Ich habe eine. Und das ist eigentlich auch nur ein Satz. Aber kommen wir doch zu. Ja, aber also ich habe, normalerweise habe ich schon fast immer irgendwas, was ich zu kritisieren habe, aber jetzt... Also selbst nicht mal in der Aya-Folge in Braavos, da gab es, glaube ich, andere Sachen in der Folge, die mir gefallen haben. Ich glaube schon, ja. Und ich fand halt nur Braavos dann eine echte Katastrophe, aber diesmal hat mir nichts so richtig gut gefallen. Also manches fand ich weniger doof. Also über ein paar Sachen habe ich mich richtig aufgeregt und den Rest fand ich so, ne. Deswegen war die Enttäuschung diesmal auch so groß. Ja, vermutlich. Ja. Aber wo möchtest du denn dann weitermachen? King's Landing? Genau, dann soll nach King's Landing gehen, denn also... Das Gespräch von Tyrion und Varys hätte mir quasi nochmal ins Gewissen geredet, du musst Daenerys irgendwie weiterhin überzeugen, das Richtige zu tun. Ja. Ach so, ja, bevor wir sie überhaupt aufbrechen, kommt da nicht erstmal der grandiose Plan, nach King's Landing zu tauchen? Genau, ja, das wollte ich ja gerade sagen. In meiner Interpretation ist es so, dass Varys hat ja immer noch ein sehr gut verzweigtes Netzwerk und dass er über dieses Netzwerk irgendwie Bronn in King's Landing kontaktiert hat und über Bronn dann das Treffen zwischen Jaime und Tyrion in King's Landing ausgemacht hat. So erkläre ich mir das, weil ich sonst nicht wüsste, also irgendjemand muss ja irgendwie Bronn ins Boot geholt haben, als Verschwörer. Also wie Tyrion Bronn kontaktiert haben soll, das ist ein... Ja, ich sag Varys, auf jeden Fall. Ja, eben, es kann nur über Varys sein, deswegen bin ich dir ganz dankbar, dass du mir eine Erklärung anbietest. Ja. Ja, und aber dann, dass das so schnell geht, also ich weiß schon, viele von euch sagen ja, wir sollen uns über die Zeit gar keine Gedanken mehr machen, aber so ganz kann ich das nicht. Und wenn... Ja, also bitte. Wenn irgendwas wie diese, das Reinschmuggeln nach King's Landing innerhalb von 10 Minuten abgehandelt wird, also für mich wäre das eine Folge gewesen. Das wäre im Prinzip die... Das wäre eine... Hätte einen Strang für eine Folge bilden können, weil das sowas von hektisch und unlogisch war, dass einer der meistgesuchten Männer in Westeros, nämlich Tyrion, einfach so vor King's Landing anlegt, weil der Strand angeblich so selten frequentiert wird und dann unter die Red Keep kommt, ohne dass die irgendwem begegnen. Und er ist ja nicht mal verkleidet, was für ihn so als Kleinwüchsigen wäre das ja sowieso schon schwierig genug, ihn zu verkleiden. Aber sie versuchen es ja nicht mal. Nicht mal einen verdammten Hut. Also in der Szene, wie mit dem kranken Wellensittich bei Kalkofe, da kommt einiges zusammen. Weil du hast gesagt, okay, also ich meine, du hast recht, wir sollten uns vielleicht jetzt nicht irgendwie immer an dieser Frage aufhängen, wie realistisch ist das, wie schnell oder langsam die Reisen. Okay, also manchmal wird es einem schwer gemacht, aber ich verstehe schon, man darf sich irgendwie auch alles nicht vielleicht kaputt machen lassen. Aber, also jetzt, bitte, guckt euch mal bitte die Landkarte von Westeros an. Dragonstone und King's Landing... Also ich meine, das ist trotzdem irgendwie immer noch eine gewisse Entfernung. Und Cersei weiß, dass in Dragonstone Cersei mit Tyrion und ihren Verbündeten ist und so. Daenerys, genau. Also von daher, dass die tatsächlich mal eben da anlegen. Also das ist der eine Punkt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine ganze Folge gebraucht hätte. Ich meine, als Strang für die Figur. Ja, okay, nicht 50 Minuten nur Tyrion. Nee, okay. King's Landing. Also da hätte ich tatsächlich schon so ein bisschen wie den Zeitfaktor, hätte ich, also ich meine, weil, und das ist vielleicht der Punkt, weshalb einen das immer wie immer noch so nervt, wir haben ja quasi die tickende Uhr die ganze Zeit im Hinterkopf durch die White Walker. Also es ist ja nicht so, dass es völlig egal ist, ob das jetzt einen Tag dauert oder eine Woche oder ein Jahr oder so. Also die Uhr tickt ja tatsächlich. Und dann... Nö, die White Walker lassen sich ja Zeit, die laufen da offensichtlich hinter der Wall im Kreis, sonst wären die ja schon nicht da. Also ich meine, also, wie gesagt, dieses Entfernungsding, also das ist mal so der eine Punkt. Dann... Also so sehr ich Davos mag, ne? Aber seine große Schmugglerleistung besteht darin, einfach so ein paar Töpfe mit alten Krabben in ein Boot zu verfrachten, mit den Krabben dann an einem Strand, der ja nicht stark frequentiert ist, wie du sagst, anzulegen. Und dann lässt er Tyrion einfach alleine. Und wow, warum sagt er plötzlich, dass er nicht kämpfen kann? Was für ein großer und legendärer Schmuggler das ist. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber da bin ich wirklich hängen geblieben und das war zeitlich gesehen vorher. Seit wann kann Davos nicht kämpfen?
Na, der hat ja auch schon in der letzten Staffel, als sie noch in Castle Black waren Ja. und die Aufständischen versucht haben einzudringen, hat er auch so ein Schwert genommen und hat gesagt, er entschuldigt sich jetzt schon dafür, was sie zu sehen kriegen, weil er einfach kein Kämpfer ist. Ach so, echt? Das habe ich gar Ja. nicht mitbekommen. Ich habe ja nur also ich habe nur mitgekriegt, dass er auch Stannis Hand war ja seine Hand, oder? Ja, aber Tyrion ist ja auch kein Kämpfer und ist trotzdem eine Hand. Ja, das schon, aber er hat ihn ja auch militärisch beraten, als es darum ging, nach King's Landing zu fahren mit den Schiffen und so. Ja, aber er hat. Aber, oder meinst du, er ist einfach nur. Okay, ich habe es so verstanden, dass er sich militärisch auch nicht fit fühlt, aber es geht nur um den Nahkampf. Nee, also es geht tatsächlich Wegen wirklich seinen um den Fingern. eigentlichen Kampf, Ja, genau. Ja, cool, dann haben wir so habe ich das, das ja. geklärt. Okay, schön. Also Gut, dass du darüber das gesprochen finde ich hast. okay, aber wirklich, also ich meine, er ist so ein großer legendärer Schmuggler Ja. und er sucht sich einfach einen Strand, an dem Wachen nicht so oft. Also es ist, er hätte nicht mal gesagt, er ist geheim, sondern einfach nur, hier kommen die Wachen nicht so oft hin. Ja. So, was für ein geiler Schmuggler, wow. Und dann haut er einfach ab und lässt Tyrion völlig alleine. Und der letzte Punkt, und das nervt mich eigentlich am allermeisten, und da sind wir wieder bei dem Punkt, irgendwie mal logisch zu überlegen, ob man das nicht anders vielleicht hätte durchziehen können. Wenn sie schon Bronn dazu kriegen, Jaime an irgendeinen Punkt zu lotsen, um sich da im Geheimen mit Tyrion zu treffen, warum bringt Bronn Jaime nicht zum Strand, Ja. dass Tyrion nicht in diese hochgefährliche Stadt eindringen muss? Ich meine, jede Sekunde, die er da irgendwie, und sei es meinetwegen in den Geheimgewölben unter der Red Keep, aber wie wir am Ende der Szene auch gesehen haben, also irgendjemand wird ihn da schon entdecken. Also er schleicht ja nicht wie Ninja durch die Nacht. Ja. Also warum treffen die sich nicht einfach an diesem Strand, wenn da schon kein Mensch ist, angeblich? Genau, Bis und auf die zwei Wachen. Bronn lockt ja Jamie auch nach unten unter dem Vorwand, dass sie jetzt trainieren. Das können sie genauso gut am Strand machen. Ja, oder irgendein anderer dummer Vorwand. Also Ja. klar ist Jamie dann misstrauisch oder also weiß nicht ganz genau, was Bronn von ihm will. Aber ich meine, das kann jetzt nicht so schwer sein, ihn da irgendwie zu diesem Strand zu locken. Und dann hätte Bronn genau das machen können, was er gemacht hat, sich aus der Szene verabschieden und sagen, so, Jungs, ihr macht das unter euch aus, ich bin raus, danke. Ja. Also das hat mich am allermeisten genervt, als ich gerafft habe, was diese ganze Szenerie eigentlich sollte, dass er sich einfach mit seinem Bruder trifft. Das fand ich so himmelschreiend dumm. Das war Ja. einfach nur Da dämlich. bin ich ganz bei dir und ich fand auch Davos abhauen mit hier, ich habe selber was zu erledigen in Fleabottom. Wir gucken mal, wann wir uns wieder treffen. Ja, das ist, also ich meine, Tyrion, jede Sekunde, die er auf diesem Land ist, ist wirklich eine Bedrohung für sein Leben. Und dass Davos dann irgendwie so lapidar sagt, ja, wenn uns das Boot geklaut wird, dann we're fucked. So, Ja. ja, ha. Okay, Davos ist aber auch nicht unmittelbar vom Tod bedroht, weil, wie er richtig sagt, irgendwie ihn erkennt eh kein Mensch mehr und das ist ja Ja. völlig egal. Aber Tyrion, ich würde sagen, neben dem Mountain wahrscheinlich der körperlich auffälligste Mann in ganz Westeros, läuft da völlig alleine durch King's Landing. Und Davos macht sich einen schönen Nachmittag mit Gendry. Also die Szene, ey, Entschuldigung, ich meine, das Zusammentreffen von Jaime und Tyrion, das war schön und cool. So hat mir gefallen, die Dynamik zwischen den beiden. Aber das Ganze drumherum, also da muss ich echt sagen, ey, sorry, aber setzen sechs, das war überhaupt nichts. Ja, für mich ist ein Problem, dass wenn mich so eine Szene so rausreißt und ich dann gedanklich echt damit beschäftigt bin, darüber nachzudenken, ob das jetzt gerade irgendwas gibt, was ich nicht erkenne oder ob es wirklich so doof ist, wie es mir gerade vorkommt, dann kann mich das auch in der nächsten Szene noch ablenken und genau das ist da passiert. Also du hast recht, das war schön gespielt zwischen Jamie und Tyrion, wie immer von den beiden Schauspielern, aber ich war da wirklich gedanklich noch bei, wow, war das gerade doof. Ja, das stimmt. Was wahrscheinlich die meisten Leute aber dann nicht mehr so doof finden oder vielleicht extra besonders doof, ist halt The Return of Gendry. Ja, und er macht auch noch einen Witz, dass er noch so lange, dass er, ob er nicht mehr rudert. Ja, okay, es ist wirklich niemand überrascht, dass ich das nicht toll finde, oder? Ne. Jetzt bist du aber gehässig. Ja, ich wirklich, es tut mir leid. Ich gebe es auch zu, dass ich niemals gedacht hätte, dass Gendry Ich auch wiederkommt. nicht. Was auch daran liegt, dass er in den Büchern einfach nicht wichtig ist und sie da zwei Figuren zusammengelegt haben, nämlich unter anderem Eric Storm. Und Eric Storm, das ist noch so ein Bastard, der ist damals auf Dragonstone dann, ne? Das war doch Dragonstone, von dem Gendry Ja, gerettet wurde. genau. Und das heißt, dass Davos in den Büchern Gendry gar nicht kennt. Das heißt, das kann so gar nicht passieren. Und Gendry wurde auch nie von der Brotherhood Without Banners an Melisandre Ja, na verkauft gut, und aber so. das sind ja jetzt Ja, halt die Bücher. ich weiß, ich meine Ja. nur deswegen, sie haben halt wieder Figuren zusammengelegt und Ja. deswegen gibt es diese Beziehung gar nicht. Und darauf musste ich jetzt mal kurz eingehen, um zu Ja. erklären, warum ich mir so sicher war, dass Gendry nicht wiederkommt. Und ja, jetzt ist er halt wieder da. Gut. Also, ich habe heute noch nachgelesen, dass die Schreiber dem Schauspieler angeblich vor 3 Jahren oder wann das war, schon gesagt haben, ey,
es liegt nicht an dir, auch nicht an deinem Charakter, du bist nicht tot, du bist nicht weg, wir holen dich irgendwann wieder, aber jetzt brauchen wir dich erstmal nicht mehr. Ja. Und jetzt weiß man halt nicht, also ist das jetzt irgendwie so im Nachhinein so gedreht, so ein PR-Spin, damit nicht alle aufschreien, was für ein billiger Fanservice es ist. Vielleicht, also da muss ich sagen, da bin ich vielleicht ein bisschen zu naiv, ich entscheide mich jetzt einfach, denen zu glauben, dass sie tatsächlich damals schon wussten, dass er irgendwann nochmal wiederkommt. Nein, das kann auch durchaus sein. Also ich unterstelle ja auch gar nicht, Benefit of the doubt, dass sie ihn aus Fanservice zurückgeholt haben. Nur, also bei mir löst jetzt kein Jubel aus, weil ich war jetzt nicht so der große Gendry-Fan. Also ich finde ihn völlig okay, aber es ist jetzt keine Figur. Also ich fand den so ein Mittel zum Zweck irgendwie. Ja, also es ist jetzt keine Figur, an der ich hänge. Nö. Also ganz nett fand ich das Detail mit dem Kriegshammer, ja, weil sein Vater ja auch den Kriegshammer benutzt hat. Ja, das stimmt. Aber wann ist er so ein Riesenfan von seinem Vater? Das ist auch neu. Ja, vielleicht nicht vom Vater, aber von seiner Waffe. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also hätte es vielleicht jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, aber also wir haben ja immer davon gehört, dass Robert mit seinem Mighty Hammer, dass er da Schlachten geschlagen hat und dass jetzt quasi sein Bastardsohn irgendwie Bezug nochmal drauf nimmt. Also ich fand den Hammer dann dafür fast ein bisschen klein und der sah auch so leicht aus. Also ich dachte, so ein schwerer Kriegshammer, den musst du irgendwie echt hochwuchten. Aber mir ist schon klar, das ist irgendwie nur eine Requisite und der Schauspieler muss damit umgehen können. Also fand ich jetzt ganz nett. Ich muss aber auch sagen, also ich habe jetzt kein großes Problem damit, dass Gendry wiederkommt. Ich hätte es auch nie im Leben gedacht. Vielleicht hat er noch eine größere Rolle zu spielen. Dann muss ich sagen, okay, Hut ab, das habe ich dann nicht kommen sehen. Dann ist es vielleicht doch schöner aufgebaut. Aber ich kann auch den Eindruck nicht ganz abschütteln, dass es schon ordentlich Fanservice ist. Mir hat jemand die Theorie geschrieben, dass er jetzt der White wird, den sie zurückbringen nach King's Landing. Also, dass er hinter der Wall sterben würde und dann zurückgebracht wird. Interessant. Ich habe eine Theorie, die in eine ähnliche Richtung geht. Okay. Willst du sie teilen? Nee, aber ja, am Ende, wenn wir tatsächlich bei der Szene sind. Okay. Das hat nämlich mit den Leuten zu tun, die da nach Norden rein. Ja, auf jeden Fall, ey, Gendry ist wieder da und also mich freut es lustigerweise für den Synchronsprecher. Luis Friedemann Thiele, kenne ich persönlich. Ist ein guter Typ. Ach, das stimmt, ich erinnere mich, ja. Ja, genau. Ja, also für den freut es mich, dass er jetzt wieder einen Auftrag hat. Der ist nämlich wirklich ein sehr feiner Sprecher. Ansonsten, dann hatten wir halt noch die kleine Szene, in der Gendry den Kriegshammer tatsächlich auch mal einsetzt. Ja. Und wirklich, also ich habe es gerade schon gesagt, aber für mich zeigt die Szene nur, wie unfassbar dämlich dieser Plan war. Und wenn Gendry nicht rein zufällig wirklich mitgekommen wäre mit dem Kriegshammer und auch so schnell reagiert hätte, dann hätte das alles ganz, ganz böse ausgehen können. Übrigens ist ja aufgefallen, von diesen beiden Goldcloaks, der Rechte, das ist so ein ganz bekannter Nebendarsteller, der hat, glaube ich, in Space hat er, glaube ich, mitgespielt, in Shaun of the Dead, in Hyperdrive, in ganz, ganz vielen... Ach echt? Nee, ja, hab ich nicht verstanden. Kevin irgendwas heißt er, Ferret. Oder? Oh, that guy. Oh, that guy. Weiß ich, nur ein ganz kleines Detail, aber wer gerade so englische Comedy-Serien guckt, so der letzten paar Jahre, der hat den bestimmt irgendwie schon mal gesehen. Und ich finde es immer ganz nett, wenn so kleine, unbekannte Leute dann irgendwie auch mal... Also, wenn du später sagen kannst, ey, ich hatte zumindest 3 Zeilen in Game of Thrones, ist ja vielleicht auf auch jeden ganz Fall geil. Deswegen finde ich es immer ganz nett, wenn ich so jemanden entdecke. Ja, ansonsten, glaube ich, haben wir uns genug über diese Szene ausgelassen. War nicht das Highlight der Episode? Nein. Schon besser war die Unterhaltung zwischen Jaime und Cersei. Ja, stimmt. Da gab es auch immerhin eine wirkliche Überraschung, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Cersei schwanger ist. Ich habe auch so das Gefühl, das wird kein gutes Ende nehmen. Zumindest behauptet sie das. Man weiß es ja nicht. Ich glaube nicht, dass sie es erfindet. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Qyburn sie die ganze Zeit untersucht. Ja, das ist gut möglich. Also ich glaube auch nicht, dass das ein Bluff ist. Aber ich glaube nicht, dass das Kind... Ich glaube nicht mal, dass es überhaupt geboren wird. Aber wobei, ja. So wie die Serie gerade voranrennt, könnte sie nächste Woche schon im 9. Monat sein. Ja, das stimmt. Oder wir feiern fröhlich den ersten Geburtstag des kleinen Kindes oder so. Man weiß es nicht. Nur das Kind von Gilly, das wird niemals altern. Ja, ich meine, das ist aber auch schon ein bisschen gewachsen. Das stimmt, ja. Das ist jetzt seit dem letzten Mal zumindest, kannst jetzt krabbeln. Ja. Ja, auf jeden Fall hat Cersei in der Szene wieder gezeigt, dass sie nach wie vor wild entschlossen ist, irgendwie alles zu tun, um ihre Macht zu festigen und aber zu halten. Aber um es nochmal zu betonen, auch hier war meine Vorhersage korrekt, was Jaime angeht. Ja, ey, wirklich. Also, für mich basierte meine ganze Annahme, dass Jaime auf Tyrion trifft in Gefangenschaft von Daenerys einfach, wie gesagt, dass ich dachte, die Schreiber haben Auge für Details und wischen das nicht einfach so weg, dass Daenerys 3 Meter davon entfernt war, als Jaime ins Wasser fiel. Deswegen habe ich das für ausgeschlossen gehalten. Aber dann stürzt natürlich mein gesamtes Lügenkonstrukt gleich in sich zusammen. Ich glaube, das ist ähnlich ein ähnlicher Grund, warum ich bei den Oscar-Vorhersagen so gut bin. Ich habe einfach die... Weil du simpler denkst als ich? Möglicherweise, aber ich wollte eigentlich eher sagen...
Ja, Ich bin da das nicht ist sehr mehr so gut. idealistisch. Ja, vielleicht. I'm just a dreamer, baby. Ja. And I'm not the only one. Ja, ja gut, ansonsten, also ich meine, interessant war tatsächlich, dass, also zwei Sachen oder zwei kleine Details. Einmal, dass Cersei jetzt weiß, dass Olenna ihren Sohn Joffrey vergiftet hat. Und ich habe dann auch das Gefühl gehabt, dass Cersei, obwohl sie sich natürlich erstmal instinktiv dagegen gewehrt hat, Ja. gegen diese Einsicht, dass sie das dann aber schon geschluckt hat. Weil ich Ja. meine, Jaime macht einen sehr guten Punkt. Also Olenna hat sich schon sehr genau überlegt, wen ihre Enkelin da heiraten soll und wen nicht. Und das muss dann, glaube ich, auch Cersei einsehen. Ja, und eben dieses Gesuch von Daenerys. Und ich muss sagen, wie Cersei darauf reagiert, ist voll in Character, zeigt mir aber, dass diese ganze Idee, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, Cersei nämlich davon zu überzeugen, dass die weitaus größere Bedrohung im Norden ist, dass das alles so dermaßen nach hinten losgehen wird. Ja. Weil ich meine, ey, wenn Cersei sagt, wir sollten Schlachten schlagen, wie unser Vater sie geschlagen hat, und ich meine, Tywin hat die Red Wedding organisiert. Also, das sagt mir schon, wenn ich Daenerys wäre oder nur irgendjemand aus dem Gefolge von Daenerys, ich würde nie im Leben Fuß in King's Landing setzen. Die kommen da, in 100 Jahren kommen die da nicht lebend wieder raus. So ein Bullshit. Ja, und so wie Cersei darauf reagiert hat, finde ich, hat sich das im Vorfeld eigentlich nur schon bestätigt, Ja. dass man auf gar keinen Fall mit der irgendeinen Deal aushandeln kann. Also ich glaube, da sind wir nämlich wieder bei dem Punkt, also ich glaube tatsächlich, die wird vorher King's Landing in Schutt und Asche legen, bevor die auch nur ein Millimeter zurückweicht. Also das sehe ich Ja, das überhaupt ist ja nicht. auch wieder deutlich geworden. Die glaubt ja, sie sind eh, also sie haben eh keine Chance, dann können sie auch weiterkämpfen. Ja, das stimmt. Und am Ende hat sie auch nochmal Jamie gesagt, hier, never betray me again. Ja. Also das habe ich schon so interpretiert, so Das war eine Drohung. genau, also hier letzte Verwarnung, mein Ja. Lieber. Beim nächsten Mal gibt's aber auf die Finger. Und ich glaube, es gibt ein bisschen mehr als auf die Finger. Und also das schreit für mich ja eigentlich, dass Jamie sie auf jeden Fall noch mindestens einmal Auf jeden Fall. betrügen wird. Ja. Tja. Ich überlege gerade, Foreshadowing, aber auf der anderen Seite, so viele Sachen wurden foreshadowed, die führten auch zu nichts. Deswegen, ich bin mir mittlerweile echt ein bisschen unsicher. Aber hier, auch wenn ich falsch liegen sollte, mein Gott, ist halt so, aber ich lege mich fest, das sagt mir, Jamie wird sie auf jeden Fall betrügen. Und dann eventuell auch die Strafe dafür bezahlen. Tja, schauen wir mal. Ja, weiter geht's. Winterfell? Gut gelaunt. Ja, zum nächsten Höhepunkt. Es ist wirklich so, es ist jetzt nicht, mir würde es sehr viel mehr Spaß machen, wenn das so eine Folge gewesen wäre wie letzte Woche, die ich, auch wenn wir einigen zu viel gemotzt haben, da hätte ich trotzdem 9 von 10 gegeben. Das waren eigentlich eher Kleinigkeiten, an die ich da zu kritisieren hätte. 9 von 10 gibt es nicht diese Woche. Nee, nicht mal annähernd. Nee, absolut nicht. Ja, wenig überraschend hat mir auch der Plot in Winterfell nicht gefallen. Denn ich verstehe nicht, warum Arya jetzt ein völliger Psycho ist. Ich meine, ich habe ja selber gesagt, dass sie eine Psychopathin ist. Spätestens seit ihrer Ermordung des gesamten Hauses Frey. Aber warum sie sich so leicht von Littlefinger hinters Licht führen lässt, finde ich wirklich bedenklich. Und also ich fand, vielleicht ist es auch da wieder die Zeit, dass sie es innerhalb von Ja. 30 Sekunden etablieren wollen. Ich Ja. glaube, dass ich, wie gesagt, ich hätte alles schlucken können, glaube ich, in dieser Folge, abgesehen vom Anfang, wenn sie sich mehr Zeit genommen hätten, Ja. mir das zu erklären. Weil so haben wir eine Szene, in der Arya Sansa vorwirft, dass sie in den Gemächern ihrer Eltern wohnt. Und das ist der Beweis, dass sie total materialistisch ist. Was? Ey, also für mich hat diese gesamte Winterfell-Sequenz wirklich auch hier wieder von vorne bis hinten keinen Sinn gemacht. Also das fängt schon bei Kleinigkeiten an, aber wir sehen ja diese beiden Lords, ich glaube es waren Royce und Glover. Ja. Entschuldigung, Ah klein ja, sehr gut, dass du da anfängst, musste ja. ich aufstoßen. Und da drängte sich mir spontan die Frage auf, so, ja, ich verstehe, der Norden ist vereint und so, aber ich meine, die haben da noch eigene Herrensitze. Oh Also ja, gut, dass du steht es denn, ansprichst. also okay, Harrenhal steht leer. Haus Royce, da ist niemand. Haus Glover, ich meine, klar, da wird schon irgendjemand sein, aber ich habe das so interpretiert, dass optimalerweise ja schon der Herr des Hauses, der Stammhalter, zugegen sein sollte. Ich meine, und erinnern wir uns, wo ist Lady Olenna gestorben? Die war ja dann auch wieder in Dorne, weil diese Figur schon Nee, versteht. nee, die war sicher nicht in Dorne, Lady Olenna, die war in Highgarden, Highgarden. Highgarden, Entschuldigung, ja, nein, Ja. nicht. Einfach nur falsches Wort benutzt. Highgarden. Genau, weil sie versteht, dass irgendwie, auch wenn sie konspirativ da mit Daenerys zusammenhängt, aber sie hat ja irgendwie immer noch ein Haus anzuführen, tatsächlich. Und das ist ja im Norden auch nicht anders. Also ich frage mich, was ganz konkret machen die da eigentlich Tag ein, Ja, Tag also dass die aus? jetzt so lange da rumhängen, finde ich auch wirklich sehr, Nichts zu sehr tun? komisch. Ja, also das war irgendwie. Und der Norden hat ja auch zum Beispiel nicht gegen Ned Stark rebelliert, damals, nur weil der als Hand des Königs in King's Landing war.
Also da war es ja auch kein Problem, das Ned, das Ding ist, es muss immer ein Stark in Winterfell sein, das Ja. ist aber ja auch gegeben. Und wenn sie jetzt wirklich Jon Snow folgen, dann sollte es kein Problem sein, wenn der mal für ein paar Wochen weggeht. Ja, Also, also. und ich muss aber noch kurz davor sagen, deswegen fand ich es so gut, dass du es angesprochen hast, dass sie dann sagen, wir hätten sie wählen sollen hier, Lady Sansa. Guter Punkt. Das hätten sie nämlich wirklich. Exactly. Ja, schade, dass es ihnen erst jetzt auffällt. Und wo wir schon dabei sind, Bran, weil sie ja eigentlich hier so Patriarchat und die Jungs sind erbberechtigt. Bran ist übrigens auch wieder da. Ja, das stimmt. Also. Also da war so ein Punkt, von dem ich nicht dachte, oh nein, sie rebellieren gegen Jon Snow, sondern mehr, ja, stimmt. Gut, dass es irgendjemand jetzt endlich mal erwähnt, dass es Sansa eigentlich die Erbin ist und dass Sansa auch die verdammte Schlacht entschieden hat. Natürlich war das bescheuert, dass sie Jon nicht vorher gesagt hat, dass sie die Knights of the Whale in der Hinterhand hat. Ändert aber nichts daran, dass sie mit den Knights of the Whale angekommen ist, als Jon gerade dabei war, hart zu verlieren. Übrigens, Vale ist auch so ein Punkt, das sollte vielleicht Littlefinger auch gelegentlich mal durch den Kopf schießen. Ich verstehe schon, dass Robin Arryn da ist, aber Littlefinger hat sich ja offensichtlich an ihn rangeschmissen, damit er tatsächlich der de facto Anführer Ja. der Vale ist. Und dass ihn das auch, also sein eigener Landsitz steht leer, in der Vale ist er nicht zugegen, der hängt nur noch in Winterfell rum, so wie alle anderen Ja. Lords des Nordens. Also ich verstehe schon, dass ihn so allmählich langweilig wird, aber denke ich mir auch so mal, also wenn ihr Jon Snow folgt und ihr kauft ihm diese Bedrohung im Norden ab, nichts Besseres zu tun. Also meinetwegen vielleicht noch ein paar Waffen schmieden oder ey, trainieren oder doch noch mal gucken, ob man irgendwo ein bisschen mehr Getreide auftun kann oder irgendwas. Aber die sitzen da einfach nur doof rum und langweilen sich. Also kann ich schon nachvollziehen, warum da irgendwie so langsam Frust aufkommt. Ja. Aber da muss ich sagen, eigene Schuld. Und das Zweite, was du gesagt hast, fand ich eigentlich noch bescheuerter. Ich verstehe überhaupt nicht, wo dieser Vorwurf von Arya Sansa gegenüber herkommt. Weil ich meine, also wenn ihr Vorwurf ist, du bist selber machtgeil und würdest gerne am Ende auf dem Thron sitzen, dann hätte doch Sansa völlig anders gehandelt, als sie Ja. gehandelt hat. Nämlich dann hätte sie den Zweifeln, hätte sie doch eigentlich nur noch mehr Feuer zugeführt. Hätte sie gesagt, ja, jetzt wo ihr sagt, stimmt, Jon ist eigentlich echt ein schlechter König. Wo ist er eigentlich? Also vielleicht würdet ihr mit mir aber besser fahren, Jungs. Aber sie hat sich ja voll vor Jon gestellt und Ja. gesagt, nein, er ist euer König, ihr habt ihn zum König gemacht, es wird getan, was er sagt, und ich bin jetzt hier quasi als Stellvertreterin, aber ich will kein Gemurre mehr hören. Also das ist doch. Wenn sie wirklich machtgeil wäre, ist es doch genau das Gegenteil von dem, was ihr helfen würde. Deswegen, was ist Arias Problem? Ich verstehe es nicht. Ich fand es völlig herbeigeschrieben und überhaupt nicht Ja. nachvollziehbar, was jetzt Aryas Problem ist. Sie benimmt sich wie eine pubertäre 14-Jährige, die gerade einfach einen schlechten Tag hat und deswegen ihre Schwester die ganze Zeit anmault. Ja, und also auch hier würde ich ähnlich wie du schlucken, wenn das nicht A, so wahnsinnig schnell passieren würde und B, wenn ich nicht das Gefühl hätte, wir brauchen Konflikt. Ja. Dieses Drehbuch braucht mehr Konflikt. Genau. Ich hätte mehr Szenen gebraucht. Also, das hätte sich für mich langsam entwickeln müssen. So, Arya ist Ja. letzte Woche angekommen und eine Woche später ist sie schon total genervt von Sansa. Also, wir hatten ja eigentlich eine relativ berührende Wiedervereinigung bei den beiden Mädels. Das hat jetzt nicht gewirkt. Also klar, wir wissen schon, dass die sich Ja. früher nicht so gut verstanden haben, aber es hat jetzt nicht gewirkt, als würden sie da direkt wieder anknüpfen. Nö, Sondern und es am war Ende mehr tragen sie ein, sich ja in den Arm. genau, und wir haben beide viel erlebt und sowas. Also, und dass sie offensichtlich. Also, wann ist Arya so doof geworden? Ich war wirklich richtig genervt von ihr in dieser Folge. Da kann die Schauspielerin gar nichts dafür. Das ist alles Drehbuch. Ja, nee, klar, auf jeden Fall. Also an Maisie Williams liegt es natürlich nicht, Nee, nee. nee, aber. Also, und ich überlege, ob die Schreiber uns damit vermitteln wollen, dass sie ein tief verwurzeltes Misstrauen gegen Autorität hat oder Leute, die auf irgendwelchen Thronen sitzen. Sie ist jetzt halt so ein freier Geist und fühlt sich da diesen Regeln nicht mehr unterworfen und baut sich jetzt ihre eigene Welt und bringt um, wen Ja, immer sie sie will ja um. auch jeden umbringen, klar, Ja, nee, genau. ich meine, ja, oh, Ja, das passt oh. sogar ganz gut zu ihr, also zu dieser Ja. Entwicklung. Okay, aber dann habe ich das Gefühl, also dann erwarten die Schreiber von mir aber eine Menge, was eigentlich ihr Job gewesen sein sollte, weil, also das ist so ein gewisser Aspekt, das ist meine Interpretation und da habe ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Anzeichen für gesehen. Naja, also dass sie alle umbringen will, sie sagt es ja Nee, auch direkt zu Sansa. dieses Misstrauen gegenüber allen, die Ach irgendwie, so. weil ich meine, eigentlich, auch wenn Arya, also Arya ist niemand, glaube ich, der an Macht interessiert ist. Also Ja. ich glaube, da sind wir uns einig. Die hat kein Bestreben, die will weder Winterfell führen, geschweige denn Westeros und die Ja. macht echt so ihr eigenes Ding. Aber trotzdem müsste sie doch verstehen, dass jemand wie Sansa eigentlich eine hervorragende Wahl ist, jetzt gerade in Winterfell. Also ich meine, die nicht nur, dass sie Schwestern sind und sich wie bei allen Streitigkeiten aber schon lieben, also familiäre Bande ist auf jeden Fall da. Sansa ist besonnen, die ist rational, hat bislang ziemlich gute Entscheidungen getroffen. Und ich meine,
wir haben es jetzt vielleicht nicht in epischer Breite gesehen, aber ich gehe mal davon aus, dass sich die Schwestern off-camera dann irgendwie auch vielleicht mal ein bisschen ausgetauscht und unterhalten haben. Also eigentlich müsste Arya doch verstehen, wie Sansa an die Position gekommen ist und wie sie zu dieser Persönlichkeit geworden ist, die sie jetzt eben ist. Und die ist ja eine ganz andere als dieses verzogene Gör am Anfang. Also eigentlich, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, ich verstehe überhaupt nicht, was Arya auf einmal für ein Problem mit Sansa hat. Also deswegen hat die Szene für mich total geknirscht. Die passt überhaupt nicht. Das lief überhaupt nicht rund. Nee, gar nicht. Und also falls es einige nicht, vielleicht ging es für einige zu schnell, der Brief, den sie dann auf Wunsch von Littlefinger in Littlefingers Kammer unter der Matratze vorzieht, das ist der Brief, den Sansa in der ersten Staffel gezwungen wurde zu schreiben, unter anderem von Cersei. Von Cersei, genau. An Rob, von wegen hier, Vater ist ein Verräter und mein Geliebter und wollte meinen geliebten Joffrey stürzen und hier, komm nach King's Landing, leg die Waffe nieder. Das stand da drin. Und ich finde es sehr merkwürdig, dass das jetzt so schrecklich sein soll, dass Arya diesen Brief findet, weil, also wie du schon sagst, die werden sich doch immer unterhalten haben und ihr muss doch klar sein, dass Sansa den nicht geschrieben hat, weil sie so ein Lannister-Fan ist. Also wenn da irgendeine Unterhaltung stattgefunden hat, dann liegt es doch eigentlich auf der Hand. Ich glaube allerdings auch, dass Littlefingers Plan tatsächlich nicht aufgeht, was das alles noch sinnloser macht, weil ich glaube, dass das nächste Woche schon gelöst wird, indem entweder Bran das Ganze auflöst, der muss es doch wissen, der weiß auch alles. Ja. Oder ist nur so ein, dass wir nur denken sollen, dass Arya wirklich drauf reinfällt. Ja, also ich meine, es ist ja so gesehen, muss man glaube ich auch fair sein, es ist ja noch nicht mal gesagt, dass Arya drauf reinfällt. Ja, genau. Es ist ja eigentlich noch nicht mal angedeutet. Wir haben ja nur gesehen, dass Arya die Information hat, nimmt das Zettelchen mit und dann kommt Littlefinger, wie er es so wahnsinnig gerne macht, irgendwie so halb aus dem Schatten hervor. Von daher kann ja auch sein, dass Arya das tatsächlich sofort durchschaut, zu Sansa rennt und dann fliegt Littlefingers Plan auf, was ich auch echt mal ganz gut fände, damit er irgendwie mal so ein bisschen irgendwie Schwung in die ganze Grütze kommt. Also was anderes. Ich mag es mir eigentlich gar nicht ausmalen, weil alles andere absolut gar keinen Sinn macht. Also ich glaube nicht für eine Sekunde, dass Arya auch nur für eine Sekunde glaubt, dass Sansa da irgendwie immer noch Bande zu den Lannisters hat oder selber dann irgendwie durch Verschwörung auf den eisernen Thron will. Also wenn Arya das wirklich glaubt, dann ist sie echt nicht halb so clever, wie sie die ganze Zeit dargestellt wird. Also ich finde den Konflikt, um das abzuschließen, zwischen den beiden sehr herbeigeschrieben und ziemlich überflüssig. Da hätte ich lieber Zeit mit anderen Sachen verbracht. Und ein kleines Detail, weil es ist schon lustig, wie die ganze Zeit Arya etabliert wird als A, Meister Ninja, B, Meister Auftragskillerin, C, Schwertkämpferin. C, Meister Schwertkämpferin. Ich habe übrigens gezählt beim zweiten Gucken. Um die Tür aufzumachen mit dem Dietrich, braucht sie 4 Sekunden. Um den wieder zuzumachen, was ich noch geiler finde. Sie macht den mit dem Dietrich wieder zu, braucht sie nur 3 Sekunden. Ach, schön. Also ist sie von 7 Sekunden ist sie in einem Raum und wieder raus. Okay, meinetwegen. Aber trotzdem ist sie immer noch zu doof, als dass Littlefinger sie nicht bemerken würde, weil er ihr offenbar eine Falle gestellt hat. Also ist sie in allem super, außer wenn sie es nicht ist. Mhm. Damit Littlefinger irgendwie in eine Falle stellen kann. Also, ey, sorry, ich weiß, wir haben ja wie oft den Deckel bekommen, hast ja auch schon gesagt, nachdem wir uns über diese Brienne-Kampfszene ausgelassen haben. Aber es tut mir wirklich leid. Mir gefällt immer weniger, was sie aus dieser Figur Arya machen. Die ist, also mittlerweile ist sie so ein reines Plot-Device, was entweder alles kann, wenn die Szene es braucht, damit alle schreien, yeah, geiler Kampf gegen Brienne. Ja. Oder eigentlich nichts kann, weil Littlefinger sie ja sofort durchschaut und ihr selber eine Falle stellt. Also was ist sie jetzt? Ich bin auch wirklich gespannt, also da möchte ich mich noch nicht festlegen, weil ich die Serie, was das angeht, noch nicht einschätzen kann. Aber ich finde es immer interessant, wenn sich Leute so drüber aufregen, wenn Daenerys irgendjemanden umbringt. Aber wenn Arya Haus Frey auslöscht, ist das vollkommen okay, weil das war ja Rache für die Red Wedding. Dass vielleicht nicht alle 100 Freys daran in irgendeiner Weise beteiligt waren, sondern letztlich wahrscheinlich relativ wenige sogar und sie eine ganze Menge Unschuldige ermordet hat, ist dann natürlich kein Problem. Weil es sind ja die tollen Starks. Dann ist es natürlich was ganz, ganz anderes. Ja. Und ich hoffe tatsächlich, dass die Serie schlauer ist. Also ich hätte gar kein Problem damit, wenn sie Arya wirklich zur Psychopathin machen. Also ich stehe ja eigentlich, deswegen finde ich Game of Thrones ja so toll, dass es keine wirklichen Helden gibt und auch keine reinen Bösewichte. Also mal mit von sowas wie Ramsay abgesehen, gibt's wenige pur böse. Ramsay, Joffrey, ja. Ja, genau. Es gibt so ein paar, aber die meisten sind schon grau halt, ne? Genau, oder man kann zumindest, selbst wenn sie prinzipiell böse sind, kann man ihre Beweggründe nachvollziehen und versteht, warum sie irgendwas jetzt tun. Ja,
Und deswegen hoffe ich sehr, dass es bei Arya, die Serienmacher, das im Hinterkopf haben, dass sie gerade eine Irre erschaffen haben und dass sie nicht ernsthaft noch wollen, dass sie eine Heldin ist. Ja. Das ist sie für mich nämlich wirklich gar nicht mehr. Also das glaube ich noch nicht mal mehr. Also ich glaube tatsächlich, dass die Macher erwarten, dass wir verstehen, dass Arya schon längst keine Heldin mehr ist. Ja. Und tatsächlich mehr so eine Figur, die irgendwo zwischen hell und dunkel schwebt. Also mein Problem ist tatsächlich mehr, dass ich die Umsetzung da so holprig finde. Und ich habe ja gesagt, dass ich mich da noch gar nicht festlegen möchte, sondern genau. Das nur spannend finde. Aber wenn man jetzt mal quasi mal irgendwie sich anguckt, was einem so präsentiert wird, dann finde ich, also wenn ich zum Beispiel den Vergleich ziehe zu Jaime, der irgendwie auch als ein sehr, sehr hassenswerter Charakter angefangen hat, aber dann hat man seine Beweggründe nachvollziehen können und jetzt ist er irgendwo so ganz komisch in der Mitte. Und ich finde auch in der Szene mit Tyrion, da wusstest du nicht ganz genau, also mir ging es zumindest so irgendwie, an wem ich jetzt hänge. Weil ich mag beide, ich mag Jaime sogar fast ein bisschen mehr, aber da haben sie echt gut hingekriegt, zwei Figuren über 7 Jahre zu etablieren, die sich irgendwann gegenüberstehen und du weißt echt nicht, ey, fuck. Ja. Also vielleicht probieren sie mit Arya irgendwie was Ähnliches, dass du nicht weißt, ob du ihr noch zujubeln sollst oder nicht. Aber dann passiert das A, alles so holterdiepolter. Und B, also wirklich, ich mag einfach, mir gefällt dieses Details nicht oder eher das Wegwischen von Details, dass das irgendwie so schwankt. Also nicht nur in dem, was sie uns zeigt, wie sie tickt, sondern eben auch, was sie kann. Mal kann sie alles, dann kann sie wieder nichts und so. Das finde ich irgendwie alles so seltsam. Deswegen finde ich Arya jetzt gerade ein ganz wahnsinnig unruhen Charakter. Und ich kann wirklich nur hoffen, also ich hoffe, dass du da echt mal recht hast, dass das in der nächsten Folge schon aufgelöst wird, die große Littlefinger-Verschwörung. Und jetzt ist da endlich mal was passiert. Also Littlefinger muss auch mal was zu tun kriegen. Ja. Im Übrigen, also ich glaube, das geht uns ja auch beiden so, wir können beide nicht nachvollziehen, warum Sansa Littlefinger nichts zu tun gibt. Ja. Warum hängt der denn da rum? Also Sansa weiß auch, wie gefährlich er ist. Genau, sie sagt's doch immer wieder. Ich weiß, wie er tickt. Ich verstehe, wie der drauf ist. Der ist immer am Planen, immer am Machen. Der hat irgendwie immer was in der Hinterhand. Und er sagt's ihr sogar. Ach, so, ja. Ich würde gerne mit Dr. Bran Hatton weitermachen. Der auch. Können wir das mal kurz erwähnen, bitte? Ja, es ist wirklich sehr schön. Wolf war extrem stolz, zu Recht. Ich war mit stolz auf dich. Ja. Dass der von uns schon ein bisschen verehrte Altshift X diese Bezeichnung auch in seinen Recaps genommen hat. Und ich hab's vorher gemacht. Du hast es vorher gemacht, ja. Sehr, wenn ich schon mit den ganzen Theorien falsch liege, kann ich mich wenigstens da ein bisschen freuen, dass ich auch du auf vergibst die besten Spitznamen. Dr. Bran Hatton gekommen bin. Ja, da haben wir jetzt eigentlich nicht viel. Nee, aber es ist eine schöne Überleitung zu Old Town. Mhm. Kann ich jetzt übrigens nicht mehr hören, ohne daran zu denken. Also den Song von You Can Downtown. Always Go. Genau. Old Town. Ja. Er sieht hier mit seinen, fliegt mit den Krähen rum und sieht, dass die White Walker immer noch laufen. Natürlich tun sie das. Holy shit, die laufen echt immer noch. Ja. Es ist unglaublich. Ich glaube, Gletscher bewegen sich schneller als die White Walker. Ja. Wir haben ja letzte Woche vergessen, über eine ganz spannende Theorie zu reden, nämlich ob das Meer eingefroren ist. Kennen sicherlich einige von euch schon. Hat sich jetzt allerdings wieder erledigt, weil jetzt ist es im Vorspann nicht mehr eingefroren. Nee. Also ich fand es eigentlich im Nachhinein ganz gut, dass wir das nicht angesprochen haben, weil als du mir dieses Theorievideo gezeigt hast, ganz kurz zur Erklärung, es gibt ein Theorievideo, wahrscheinlich gibt es mehrere Theorievideos, und die Theorie darin besagt, dass die White Walker nicht durch die Wall kommen, sondern einfach dran vorbeilaufen, weil nämlich das Meer bei Eastwatch by the Sea zugefroren ist. Ja. Und erst dachte ich so, okay, und dann hat dieses Theorievideo aber gezeigt, eine Szene aus dem Vorspann. Und das ist so ein Detail, das ist mir auch selber nie aufgefallen, aber tatsächlich war in den letzten 2 Folgen war alles voller Eis neben Eastwatch. Ja. Und ich dachte, also wirklich, mir stand echt der Mund auf. Ich dachte, wir saßen beide davor. Holy shit, das ist es. Also habe ich normalerweise nie bei Theorievideos, weil irgendwann sind die alle an einem Punkt, wo ich denke so, ja, okay, alles klar. Aber da dachte ich, holy shit, genau so wird's sein. Aber davon irgendwie war diesmal gar nichts mehr zu sehen, deswegen bin ich mir mittlerweile nicht mehr ganz sicher. Ja, und vor allem wir haben ja jetzt Eastwatch gesehen und da das Meer war nicht zugefroren. Nee. Also weder im Vorspann noch tatsächlich in der Folge. Ja, also das Wichtigste in der Szene mit Bran ist, Alter, dass er nochmal Raben losschicken lässt. Genau, und das war jetzt meine Überleitung zu Alltown. Genau, ja. Er ist aber auch nicht der Erste, ne? Die Night's Watch versucht doch jetzt seit 6 Jahren mittlerweile zu warnen. Die schicken doch schon ewig Raben durch die Gegend. Ja, das stimmt. Also spätestens als der eine White jenseits der Wall war, ich glaube, da haben die echt nochmal Raben in alle Herrenländer geschickt. Genau, und John hat auch nochmal Raben losgeschickt. Ja. Und ist nichts Neues. Genau, also ist keine neue Geschichte. Deswegen ist es umso erstaunlicher, dass sie jetzt nochmal nachfragen wollen, weil eigentlich ist das ja jetzt schon
Also das ist ja schon die Bestätigung von dem, was sie jetzt seit Jahren hören in Old Town. Ja, offenbar vertrauen sie ihrem eigenen Meister nicht so sehr, dass sie sein Wort für bare Münze nehmen. Denn Ja. wenn ein, das ist auch so ein Ding, ne? Aber diese Schriftrolle, die ist doch versiegelt. Ja. Also ich meine, es ist wahrscheinlich nicht unmöglich, aber ich glaube, also es kann auch für jemanden wie Cersei, es kann nicht so einfach sein, königliches Siegel zu fälschen, weil sonst würden ja die ganze Zeit falsche Meldungen durch Westeros hin und her gehen. Also das ist ja der Sinn und Zweck von so einem Siegel, dass man sofort sehen kann, das hat nur der King in the North geschrieben und niemand sonst. Das kommt wirklich von der Originalquelle. Ja, aber die sind offenbar nicht ganz Ach, überzeugt, die gehen eh gucken lockerer sich das mit. mal an, aber haben gerade echt noch Wichtigeres zu tun, was auch immer das sei. Ja, es war ein bisschen die Folge der verpassten Momente in Old Town. Denn hier Meister irgendwas vergisst. Nee, er entscheidet sich einfach, Sam nicht zu sagen, dass sein Bruder und sein Vater tot sind und er damit jetzt Ja. auch der Erbe wieder, egal was Papa wollte, aber jetzt ist ja Sam ganz eindeutig der letzte männliche. Aber hey, ist das nicht ein ganz großes Glück, dass sie genau in dem Moment über Bran und den Raben reden, als Sam da irgendwie gerade in den Ja, Raum kommt und irgendwie was das ist rumkruschtelt? praktisch. Holy shit, das hätte alles ganz anders laufen können, wenn er, ohne Scheiß, ich habe drauf geachtet, wenn die 20 Sekunden vorher das besprochen hätten, hätte Sam davon nichts mitbekommen. Ja, war günstig. Es war wirklich kurz. Ey, auch hier, also da bin ich bereit, okay, ist vielleicht nicht ganz schön, das wird ein bisschen sehr viel Wert auf so einen Zufall gelegt, aber ich verstehe, so eine Folge hat halt irgendwie auch nur eine Also, Stunde das hat mich und. tatsächlich nicht gestört. Aber mir ist es aufgefallen, ich Ja. dachte, oh, Mann, da haben wir aber Glück gehabt, ne? Ja. Ja, ich, genau, dann gab es ja die Szene mit Gilly, in der Sam seinen Arbeitsfrust loswerden möchte und Gilly deswegen nicht zuhört, als sie das kleine Detail enthüllt, dass John ein eheliches Kind wohl ist, weil, Ja. wie sie ihn nennt, Rhaegar, Rega, ja. Rhaegar hat seine Ehe annullieren lassen und, ja, und Was wir wer, bislang alle noch nicht wussten. nee, wussten wir Ja. alle nicht und eine neue Ehe geschlossen. Ja. So. Weil ich finde es, mich hat auf Twitter jemand angeschrieben, nachdem ich meinen ersten Eindruck zur Folge gepostet hatte ich halt irgendwie, what? Habe ich, glaube ich, geschrieben. Und irgendjemand hat zurückgeschrieben, so, ja, ist schon komisch, wenn diese Szene mit Gilly beim Public Viewing kommt und niemand Habe ich reagiert. gelesen, ja. Und also ich, logischerweise, ich war nicht dabei, aber ich kann es mir vorstellen, wirklich, weil die ganze Szene schon, Quatsch, die ganze Folge schon so holprig und unrund war, dass so eine Szene dann irgendwie einfach nicht mehr zieht. Also ehrlich gesagt glaube ich, dass viele Leute wirklich überhört haben. Vielleicht haben sie es auch überhört, ja. Ich habe es von einem Freund von uns gehört, der hat mich nämlich angeschrieben und meinte, ob ich es mitgekriegt hätte in der Szene. Und er hat selber auch überhört. Deswegen Ja, fand ich okay, das. dann. Also ich glaube, es ist mehr als einem passiert, weil sie es auch geschickt gemacht haben, dass Gilly erst so was Uninteressantes erzählt. Und also, wenn man nicht wissen möchte, wie viele Stufen eigentlich. Ja, 15.000 oder. Genau, und dann erzählt sie wieder irgendwas. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einige da gedanklich mal kurz ausgestiegen sind. Da sind wir übrigens auch bei meinem Highlight der Folge, und es ist dieser eine Satz, als sie Sam fragt, was heißt Annulment? Und er sagt, das ist, wenn man seine rechtmäßig angetraute Ehefrau wieder fallen lässt und es zur Seite schiebt. Und da muss ich wirklich lachen. Das Also, stimmt, du hast wirklich. das kam sehr schön Das rüber. stimmt, das hat er. Der hat wirklich ein Talent dafür, einzelne Sätze großartig zu sagen. Ich Ja. erinnere an. Hallo! Hello. Ja, das kann er wirklich. Und dieser Frust, er probiert die ganze Zeit irgendwie Ja. nicht unfreundlich zu sein und Gilly weiß ja nicht, was ihn beschäftigt und stellt ihm irgendwie dumme Fragen und so. Und dann bricht es irgendwann mit Macht aus ihm heraus. Und diese eine Szene, das fand ich wirklich sehr süß. Das hat mir gut Ja, gefallen. schade nur, dass er jetzt denkt, der beste Modus operandi wäre, alles zusammenzupacken und zu gehen, direkt. Er nimmt ja ein paar Sachen mit, aber er betont ja vorher nochmal, dass er eigentlich Hilfe braucht, um mehr zu recherchieren. Und jetzt packt er da fünf Bücher ein und geht. Ja, fünf Bücher und offenbar Schriftrollen, die er aufs Geratewohl Ja. vom Regal zieht. Ich habe ihm zweimal extra darauf geachtet. Er hat nicht gesehen, welche Schriftrolle ganz oben lag. Er hat einfach die oberste auf dem Regal genommen und die So eingesteckt. packe ich auch immer. Ja, Wird schon stimmen. irgendwie werden wir schon gebrauchen können. Also, ja, und ich weiß schon, was jetzt viele schreiben, irgendwie, das ist jetzt Nitpicking und wir ergehen uns in kleine Details. Ey, das mag sein, aber wenn du so konditioniert drauf bist, schon mittlerweile irgendwie auf sowas zu reagieren und auf sowas zu achten. Ey, sorry, aber dann fällt es mir auf und dann nervt es mich einfach, wenn die Serie so tut, als würde mir das nicht auffallen, dass er einfach irgendeine Schriftrolle nimmt. So, also ich verstehe seinen Drang und die Motivation, dass er da nichts ausrichten kann und vielleicht Ja. irgendwie, also in der Citadel, so, das bringt einfach nichts. Er sitzt da nur rum, wird alt und grau und derweil überrennen die White Walker die Welt. Ich verstehe schon, ne, dass er Feuer im Hintern hat. Aber
ey, dann zeigt mir meinetwegen nur, wie er eine oder zwei Sachen einpackt und nicht fünf, aber zeigt mir dafür dann, dass er sich wirklich ganz genau Gedanken darüber macht, was tatsächlich wichtige Informationen sind und welche Informationen er klaut. Also ich meine, er stiehlt die ja. Ja. Und nicht einfach irgendwie wie in so einer schlechten Comedy, wenn jemand überstürzt abreisen muss, Koffer auf, einfach alles reinwerfen, wird schon stimmen. So. Ja, auch hier, also für jedes Mal, wenn ich denke, okay, das war eine nette Sequenz, netter Einschub, kommt wieder wie so eine Quatschszene. Und das war sie für mich. Ja, und damit sind wir auch schon am Eastwatch, oder? Ja. In Eastwatch Ja. bei der letzten Und Szene. das fand ich schade, dass wir davon eigentlich so gut wie nichts gesehen haben. Weil ich Ja. fand das so cool, als man die im Vorspann gesehen hat, dachte ich, holy shit, geil, mal eine neue Location, die wir noch gar nicht gesehen haben. Und die Ja. sah auch so cool aus mit den so Holzpalisaden und so Stufen in die Wall gebaut. Da dachte ich, ey, geil, das kann richtig gut werden. Ja, man hat leider echt zu wenig davon gesehen. Ja, Also es sehr hätte schade. prinzipiell, die meisten Szenen waren ja indoors und das hätte drinnen und das hätte auch Castle Black sein können. Ja, Ja. ich versuche mir es wirklich abzugewöhnen. Ich finde es nämlich auch ganz, ganz schlimm, wenn man einfach nur so englische Wörter plötzlich ins Gespräch streut, wenn Das sie da ist ziemlich nichts von. annoying. Ja. Aber das Problem ist wirklich, dass nicht nur die Folge auf Englisch gucken, sondern auch alles, was ich sonst so rund um Game of Thrones Ist konsumiere, alles ist Englisch. halt alles auf Englisch. Ja. Und deswegen habe ich es dann, selbst wenn ich mich mit dir unterhalte, habe ich die Sätze dann manchmal echt auf Englisch im Kopf. Das geht mir Ja. bei keiner anderen Serie so intensiv so wie bei Game of Thrones. Aber das ist nicht, weil ich das selber irgendwie ganz toll finde und das absichtlich mache. Ich weiß noch, als ich damals meine Solo-Recaps zu Breaking Bad gemacht habe, habe auch ganz viele in den Kommentaren geschrieben, warum ich ihn immer Heisenberg aussprechen würde. Also der Physiker, der Deutsche, hieß doch Heisenberg. Und da habe ich dann auch mal geschrieben, ey, sorry, aber ich gucke Breaking Bad auf Englisch und der heißt Heisenberg. So, ich fange nicht an Ja. mit Heisenberg, kommt durch die Tür, so ein Quatsch. Deswegen, genau, alles indoors. Ja. Ja, also das muss ich sagen, fand ich enttäuschend. Ich hätte einfach gern mehr von Eastwatch gesehen. Ja, und jetzt haben wir ja die glorreichen sieben, Ja. die jetzt losziehen. Ganz viele, es gibt ja auch wieder eine Theorie, dass das hier die sieben Götter repräsentiert. Nee, ich muss auch ehrlich Ja. sagen, haben mir Leute geschrieben, ich glaube das nicht. Nein. Vielleicht unter anderem aber, weil ich glaube, dass Game of Thrones eben nicht drauf rausläuft, dass irgendein Gott recht hat und irgendeine Religion besonders wichtig ist. Ich glaube, der Punkt ist nämlich eher, dass es das nicht ist. Ja. Und dann fände ich es ganz, ganz komisch, wenn die jetzt wirklich ernsthaft die Sieben repräsentieren. Und aus meiner Sicht glauben das die Leute auch nur, weil mit Gendry ein Schmied dabei ist. Weil in der Beschreibung, die mir jemand geschickt hat, wäre dann der Hound die Maid. Ja. Und John der Vater. Und für mich ist es schon so ein bisschen dann. Okay, ich hau jetzt so lange drauf, bis das Runde ins Eckige passt. Das ist wie diese Glaubensgleichnisse. Den Ja. Glauben muss man sich vorstellen als Punkt, Punkt, Punkt. Als Ja. Hotel, als chemische Versuchsanordnung, als Restaurant, irgendwas wird schon stimmen. Ja, man muss nur lange genug drüber nachdenken. Ja, glaube ich auch nicht. Ich glaube, ja, also vielleicht wollten die einfach nur einen coolen Shot haben. Wirklich die glorreichen Sieben ziehen dann so in den Schnee. Ja. Also ich glaube tatsächlich, das, was sie machen, ist nicht ganz unwichtig. Ich glaube, wir müssen über einiges sprechen. Zum einen, der Plan an sich, vielleicht bin ich in einer Minderheit, aber bin ich wirklich der Einzige, der das einen absolut schwachsinnigen Plan findet? Also bei The Walking Dead schlucke ich sowas. Ey, lass uns einen Walker fangen und den studieren am Anfang. Aber wirklich jetzt nach 6 Jahren kommt Game of Thrones mit der Spitzenidee, dass Jon Snow und ein paar Leute losziehen, einen White Walker zu fangen und den dann nach King's Landing zu bringen, damit Cersei glaubt, das würde irgendwas verändern. Das interessiert doch Cersei einen Dreck. Also, wenn ich mir das vorstelle, sagen wir mal, die würden es wirklich schaffen. Aber dann sitzt Cersei da, wenn sie den nicht eh sofort an Ort und Stelle verbrennt, okay, aber meinetwegen, sie hört sich an, was sie zu sagen haben. Aber dann hat sie doch Qyburn neben sich und der wird ihr doch garantiert irgendwas erzählen, von wegen, das ist nur ein Trick von denen, das haben die selber gemacht mit Magie, was weiß ich. Es gibt keine Armee, sie wollen sich irgendwie hier nur in King's Landing einschleichen oder was und führen euch hier so einen Taschenspielertrick vor, es gibt keine White Walker, das ist einer von denen, keine Ahnung. Aber Cersei, die schluckt das doch im Leben nicht, das kann ihr doch völlig egal sein, was soll das denn für ein Plan sein? Ja, ich finde den Plan auch doof. Ich kann da nur dazu sagen, dass ich finde den noch schon 3 Schritte vorher finde ich den schon doof, nämlich alleine den Plan einen zu fangen, nachdem sie doch die Armee schon gesehen haben. Also nicht alle, aber Sam hat sie gesehen und hat ja John auch davon erzählt. Und er weiß ja, dass es das eine verdammte riesige Armee ist. Wie wollen die denn da einen fangen? Das ist doch keine Antilopenarmee, bei der sie dann wie die Löwen einen abtrennen. Also Ja. das ist doch eine totale
Wahnsinnsmission für die schmale Möglichkeit, dass Cersei ihnen glaubt. Also das, ja, das zum einen. Also ich glaube, das ist schon so etabliert und so inszeniert, dass wir denken sollen, okay, das ist hier echt so eine Selbstmordmission. Ja, so, ja, das tue ich. Glaube ich, ja. 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 Also ich glaube nicht für alle, aber ich denke, das werden nicht alle überleben. Ja. Aber, und es tut mir leid, Leute, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber wir sind schon wieder beim Thema Zeit. Wie viel Zeit haben die eigentlich noch? Weil ich meine, okay, die reisen jetzt in den Norden. Und wenn die White Walker Armee, was sie offensichtlich nicht tut, wenn die nicht direkt schon vor der Tür stehen, sind die ja Tage, vielleicht sogar Wochen unterwegs. Ich meine, der Norden ist irgendwie echt groß. So. Dann müssen sie erstmal White Walker fangen, was auch nicht innerhalb von einer halben Stunde zu bewerkstelligen ist. Dann müssen sie wieder zurück zu Eastwatch, durch die Wall und von da nach King's Landing. Und derweil, nochmal gerne erwähnt, derweil marschieren immer noch die ganzen Untoten Richtung Süden. Also das haut mit der Zeit und wie lange die marschieren, haut es schon ewig nicht mehr hin. Es gibt ein sehr, sehr schönes Bild, bei dem die Walker so dastehen mit einer Karte und jemand meint, hier, ich habe doch gesagt, wir hätten nach dem Weg fragen sollen. Ja, Männer bei fragen, Questers, genau. Männer fragen ungern nach dem Weg. Ja, genau. Daran liegt. Und das finde ich sehr, sehr, sehr wahr. So, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, wie lange die rumlaufen. Die laufen einfach in Schlangenlinien und geben den Menschen Zeit, sich ein bisschen vorzubereiten. Das ist meine einzige Erklärung. Die macht immer noch mehr Sinn, als dass sie immer noch nicht angekommen sind. Also vielleicht warten sie ja tatsächlich drauf, dass das Meer dazu friert oder wie die Meerenge da oder so. Ja. Ey, okay, dann ist es eine Erklärung, aber dann fühlt sie sich für mich nicht sehr organisch an, sondern als wäre irgendjemandem eingefallen, Leute, scheiße, wir müssen den Leuten mal erklären, warum die eigentlich immer noch nicht da sind. Was sagen wir denn da jetzt? Also so fühlt sich's für mich an. Also ich glaube auch auf jeden Fall, um da anzuknüpfen, was du gesagt hast, dass es jetzt so eine Selbstmordmission ist und auf jeden Fall ein paar sterben werden. Aber insgesamt war die Folge für mich so enttäuschend, dass es jetzt keine großen Gefühle ausgelöst hat, als sie dann da am Schluss in einem eigentlich wirklich schönen Bild da in den Schnee marschiert sind. Da war ich schon zu frustriert. Okay, ja, also das zum einen, ich auch, genau. Aber ich habe auch noch eine ganz konkrete Frage und das, also ich meine es ernst, vielleicht kannst du mir beantworten. Aber was genau ist der Plan von Thoros of Myr, Beric Dondarrion und dem Hound? Also, dass sie in den Norden reisen, dass sie verstehen, die Bedrohung ist real und sie wollen irgendwie sich da betätigen. Ich verstehe das, aber was ganz konkret haben die vor? Also das ist ja keine normale Armee, die können ja nicht irgendwie zu dritt eine Million White Walker abschlachten. Das sind ja keine normalen Menschen. Also selbst wenn es drei normale Menschen gegen eine Million Dothraki oder so, ist das eigentlich schon nicht. Ich habe keine Ahnung, sie haben es uns aber bislang auch nicht erklärt. Ich hoffe, dass wir noch einen Satz dazu hören. Ich würde aber es nicht mal garantieren, denn ich sag's jetzt, glaube ich, zum fünften Mal in diesem Recap. Alles, was passiert ist, hätte so passieren können, aber langsamer erzählt. Und ich halte es für richtigen Quatsch, dass sie sagen, sie hätten kein Material für 10 Folgen gehabt. Also alleine aus dieser Folge hätte man locker 2 Folgen machen können, indem man das nochmal ein bisschen, also die ganzen Plots nochmal ein bisschen ausbaut und mehr Szenen gibt und vielleicht auch mal sich Zeit nimmt, die Motivation der Brotherhood Without Banners eigentlich zu erklären. Na, ich überlege gerade, ob ich es vergessen habe oder nicht raff oder was, ob die mal. Also ich verstehe schon, die wissen oder glauben zu wissen, dass der Lord of Light real ist und der Hound hat ja auch die Vision gehabt. Alles klar, aber ganz konkret, was machen die, wenn die im Norden sind? Keine Ahnung. So, die sind irgendwann auf einer Hügelkuppe, gucken ins Tal und da sind 1 Million White Walker, die langsam Richtung Süden schlürfen. Okay, what's the plan, guys? So, was machen wir jetzt? So, darauf habe ich keine Antwort und deswegen, ja, also vielleicht fehlt mir auch deswegen da so ein bisschen Bezug zu der letzten Szene, weil mir nicht ganz klar ist, was exakt irgendwie das bringen soll. Ja, und ich finde, John geht sehr easy mit seinem Leben um. Also ja, er hat schon mal einen Walker besiegt, er weiß aber selber auch, dass das an dem Material lag, mit dem er gekämpft hat und nicht nur an seiner Heldenhaftigkeit. Also warum er jetzt da schon wieder hinter die Wall möchte, er ist halt John, er ist so heldenhaft. Pass auf, und jetzt sage ich wieder was. Ich weiß, dass ich meilenweit entfernt liege. Aber, weil du vorhin gesagt hast, irgendjemand glaubt, dass Gendry dann irgendwie der White Walker wird, wäre es nicht richtig krass, wenn Jon Snow es wird? Ja. Wenn er vielleicht der nächste Night King wird oder so? Wirklich, ja. Und frage mich nicht, warum, wie und so, aber also vielleicht ist das der Gag von wegen Song of Ice and Fire, dass Jon Snow wirklich buchstäblich dann das Eis verkörpert, weil er so dumm war, nochmal sich den Night King entgegenzustellen und vielleicht wird er dann irgendwie von den White Walkern auf ihre Seite gezogen, absorbiert zu einem White Walker gemacht und dann haben wir nämlich Ice and Fire. Keine Ahnung. Ich überleg nur irgendwie. Also ich versuche deine Theorie immer nicht direkt abzuschmettern, aber die gefällt mir nun gar nicht.
Ja, es geht ja auch nicht darum, ob sie einem gefällt. Ja, Ich nee, ich glaub's auch nicht. also mein Gedanke ist einfach nur, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser ganze Zinnober jetzt nur gemacht wird, damit ein White Walker dann wie in King's Landing Daenerys auftaucht. ist ja auch nicht wirklich Feuer. Nein, sie ist nicht Feuer. Nee. Nee, aber. Also ich meine irgendwie, dass gerade Jon Snow und Daenerys ja irgendwie nicht ganz unwichtig sind. Also ich Nö, glaube, das stimmt das schon. schält sich ja so Aber langsam raus, ne? ja, aber also ich glaube nicht, dass John White Walker wird. Ich glaube auch, dass wir ihn bis zum Schluss haben werden. Also ich sehe weder Daenerys noch John in der Staffel noch sterben. Ich glaube, die Nö, bleiben das glaube ich auch bis. nicht. Nee. Also ich sage nicht, dass Mittlerweile glaube ich es beide auch nicht mehr. wirklich bis zum Ende der Bücher überleben werden, aber oder zum Ende der Serie, aber dass sie es bis zum Ende machen. Und dann von mir aus, vielleicht sterben sie dann, aber. Ja, wie wahrscheinlich eh alle. Ja. Also. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so. Ja, ich glaube nicht, dass alle sterben. Glaube ich nicht. Ne? Ne. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, Ja. dass es damit endet, dass alle tot sind. Ne, Das wäre nämlich vielleicht. wirklich kein bittersweet Ending. Das wäre einfach ein trauriges Ende. Nö, Punkt. vielleicht nicht alle, aber ich glaube, die Ja, großen, wichtigen und gerade so die viele. Publikumslieblinge, ich glaube, die wird es alle schmeißen. Ja, Na, kann gut vielleicht nicht sein. alle, aber die meisten. Auf jeden Fall, ey, wie gesagt, ich bin selber nicht überzeugt. Ich habe es auch wie immer nicht ausgearbeitet. Ich überlege mir einfach nur, was könnte Sinn und Zweck dieser. Also das wurde ja so inszeniert, als wäre das wirklich eine große, wichtige Mission. Ja. Und wenn der einzige Gag ist, einen White Walker zu fangen, dann steht das für mich nicht mehr in der richtigen Relation Wollen Sie eigentlich einen zwischen White fangen auf, oder einen White Walker oder was Sie finden? was sie finden wahrscheinlich. Boah, ich sage jetzt White Walker, vielleicht auch nur ein White, ist jetzt, glaube ich, vielleicht auch nicht so wahnsinnig Haben Sie einen bedeutsam. Käfig dabei? Nee, nix. Nee, Nein, nein, die machen nein. das Nö. Gendry einfach. hat seinen Hammer und jeder hat ein Schwertchen und so. Und Auf ey, geht's. wie schwer kann das schon sein? Ist ja kein Problem. Ja, deswegen habe ich einfach nur überlegt, okay, was könnte wie ein Gag dahinter stecken? Und deswegen frage ich mich, ob nicht vielleicht einer, und in dem Fall sogar irgendwie Jon Snow, ob dem nicht was ganz Grauenvolles da zustößt, was nochmal dann alles durcheinander mischt. Aber wir werden sehen. Tja, und ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende, ne? Schon. Also ich muss selber sagen, für mich hat sich dieses Recap echt mehr gezogen als sonst, was aber echt daran liegt, dass ich es total schade finde, wenn ich so viel motzen muss. Aber was soll ich sagen? Also ich kann schlecht sagen, nee, fand ich aber alles ganz, ganz super. Naja, und also was unseren Job ist gerade so ein bisschen undankbar macht, zumindest fühlt sich es für mich so an, ist, dass wir die Folge zwar nicht gut fanden, aber dass trotzdem eine Menge wichtiger Sachen Ja, passiert das sind. stimmt. Sie war Deswegen, wirklich also sehr lang. man kann sich auch einfach hinsetzen und sagen, ey, fanden wir alles doof, so danke fürs Einschalten und dann wieder Aber wir ausmachen, machen ja auch ein aber. Recap und kein Review. Das heißt, wir erzählen auch einfach nochmal quasi alles. Naja, ein bisschen was. Na, wir haben quasi nochmal alles erzählt, was passiert ist. Und dann sagen wir, wie uns das gefallen hat. Ja, also Aber wenn wir einfach um den nur. Leuten die Einordnung zu erleichtern. Genau. Aber wenn wir einfach nur ein Review machen würden, dann könnten wir das auch in 10 Minuten. Hätten wir das auch in 10 Minuten machen können. Ja, das stimmt. Aber ich meine, also das merke ich auch gerade so, das ist so ein bisschen das Problem, weil die wenigsten Szenen waren wirklich cool, aber man kann ja nicht drüber hinwegsehen, was in den Szenen so passiert ist. Nee. Deswegen ist das ja schon vielleicht nicht ganz unwichtig, sich das vor Augen zu führen, was tatsächlich zwischen den Figuren jetzt geschehen ist. Ja. Ja, der einzige Lichtblick für mich bleibt so ein bisschen, dass die nächste Folge schon die vorletzte ist. Ja. Und die ist ja traditionell immer ein richtiger Ass-Kicker. Ja, von daher, also ich hack das jetzt ab. Ich hab's gerade auch so, ich merke so, das drüber reden hat jetzt echt geholfen wieder diese Ja. anderthalb Stunden. Ich hab's so raus und Oh, einmal drüber das war auf. Ja, therapeutisch. das war wirklich ein bisschen therapeutisch. Ja, aber wirklich, wie gesagt, also wenn euch die Folge super gefallen hat, ist ja auch völlig okay. Die Leute sind nicht mehr da, die musst du jetzt nicht mehr ansprechen. Ich glaube, wir müssen uns nicht gegenseitig böse sein, aber für uns war es gut, dass wir jetzt mal drüber gesprochen haben und dann soll Ja. es auch wieder gut gewesen sein. Und bevor wir das Video jetzt hier beschließen, nochmal kurz, du hast am Anfang gesagt, aber nur, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet oder auch schon wieder vergessen habt, nächste Woche gibt es kein Recap an gewohnter Stelle, weil ich da auf der Gamescom bin, du bist auch nicht da und wir gucken die Folgen halt immer zusammen. Genau. Deswegen werdet ihr ein paar Tage länger warten, wir hoffen aber so schnell wie möglich dann das Recap zur sechsten rauszuhauen und das siebte dann wie gewohnt. Am Mittwoch dann, also quasi 2 Tage nach Erstausstrahlung. Und wir hoffen natürlich auch sehr, dass wir dann wieder in gewohnter Begeisterung hier sitzen werden. Ja. schauen wir mal. Wir hoffen es, da kannst du dich doch sicherlich Ja, anschließen. ich hoffe es auf jeden Fall. Ich hoffe es auf jeden Fall. Also ich glaube und ich hoffe auch hier wieder, dass der Tiefpunkt dieser Staffel ist erreicht. Also ich meine, wenn man sich alle Staffeln nochmal in den letzten Jahren anguckt, gibt's glaube ich in jeder Staffel gab es irgendwie eine Folge, die war jetzt vielleicht nicht so stark wie die anderen. Und vielleicht haben wir die jetzt auch schon hinter uns. Und weil das alles so gepresst war, wirkt es noch mal ein bisschen weniger stark. Aber ich bin eigentlich ganz guter Hoffnung, dass die nächste Folge richtig geil wird und das Finale dann hoffentlich auch super, sodass wir uns dann auf die nächste Staffel freuen können.
So, das soll es gewesen sein. Viel Gemecker. Ja. Ich hoffe, ihr seht es uns nach, aber ist halt so. Ja, kann man nichts machen. Kommt halt so vor. Wir sagen, ich bin eben einfach offen und ehrlich. Ja, Leute zutiefst verletzen und dann sagen, ich bin eben offen und ehrlich. Das habe ich gern. Ja, wir sind auf jeden Fall am Ende. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke für euer Sitzfleisch und eure Aufmerksamkeit. Wie immer sagen wir, die Kommentare stehen euch frei. Ich glaube, eine Folge, die die Leute sehr spaltet. Deswegen tauscht euch aus. Wir lesen fleißig mit. Und ja, dann sehe ich vielleicht den einen oder anderen von euch auf der Gamescom. Und dann werden wir hart arbeiten, um dann Recap 6 nahe zu liefern. So, noch was? Tschüss! Genau.